Hallo und ein herzliches Willkommen zum 120. Anime Slam Podcast. Heute mit dabei zu Gast haben wir zum einen die Simone Bauer. Hallo. 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 Sonst ist auch noch dabei der Matze. Ja, servus. Und ich, die Miki. Hallo. Ja, Simone, möchtest du dich kurz vorstellen, was du so treibst und was dich hierher gebracht hat? Ich bin Autorin und Journalistin und auch manchmal Moderatorin. Hergebracht hast du mich. Ich glaube, weil wir möglicherweise gemeinsame Themen und Lieblingsanime haben. Ich schreibe seit mehreren Jahren für die Kuniko, aber war zum Beispiel auch lange zuständig für das Sailor Moon German Fanmagazin und habe jetzt eben auch zuletzt einen Young Adult Fantasy Roman veröffentlicht. Also ich mache so verschiedene Sachen, auch viele Kurzgeschichten und ja, in meiner Freizeit gucke ich gerne die Takarazuka Review. Uiuiui. Ja, ganz schön. Also das ist ein sehr anstrengendes Hobby und deswegen, genau. Es ist fast schon hier klassisch, Glanz und Glitter. Ja, genau. Das bin ich. Also schön, dass wir ein bisschen was Weibliches bei uns mal im Podcast haben. So ein bisschen Flair. Das haben wir wirklich selten. Wir haben wirklich selten irgendwie Frauen hier. Wir beschäftigen uns ja meist allgemein irgendwie mit den News-Webseiten oder mit anderen Anime-YouTubern und laden die dann halt hier zu Gast ein und 95% davon sind halt männlich. Also die Frauen, die wir hier im Podcast zu Gast haben, kann man wirklich an der Hand abzählen. Ja, dann bin ich ja froh, dass ich hier bin. Also vielleicht soll ich jetzt auch an dieser Stelle nochmal erwähnen, mein Hauptthema ist Feminismus in meiner Arbeit. Und ich rede hauptsächlich über Frauen, also von daher. Dann bin ich gleich neugierig. Hast du dann auch universitätsmäßig was damit zu tun gehabt mit dem Thema? Nee, gar nicht, leider, aber ich arbeite wirklich jetzt auch schon seit 10 Jahren für die Missy, so lang gibt's die auch ungefähr schon, da schreibe ich halt viel über Musik, aber da hatte ich auch schon mal die große Ehre, einen längeren Beitrag über Haruka und Michiro von Sailor Moon zu schreiben. Und ich glaube, damit habe ich auch alles in meinem Leben erreicht. Tschakka. Ah, finde ich sogar direkt, wenn ich den Namen eingebe. Ja. Wow. Ja, der große Wurf. Ja, dann bemerkt man, dass halt natürlich Zeichenzahlen einen extrem limitieren können, wenn man halt über so ein Thema ja wirklich Bücher veröffentlichen könnte. Und dann muss man sich dann fokussieren, auf was man eigentlich dann genau dann seinen Schwerpunkt legen möchte, warum das das beste Pairing aller Zeiten ist. Und Das die beiden, die in unsere Synchro-Cousininnen waren? Nein, in der amerikanischen, in unserer Synchro waren die ja schon definitiv Freundinnen, weil ja so. Auch das, die deutsche Sprache das ja auch hergibt zu sagen, meine Freundin Michiru. wie jetzt die Bedeutung ist, ist ja dann dahingestellt, aber für mich hat das auch als Kind halt auch gereicht und dementsprechend war das ja auch mein Anime-Einstieg und demnach hat sich dann auch mein Anime-Konsum auch gestaltet, dass natürlich irgendwie so einer der anderen Animes, die dann eben nicht bei RTL 2 liefen, sondern die ich dann halt selbstständig konsumiert habe, dann halt Utena war, was ich auch sehr liebe und deswegen... Der Utena ist aber auch eine Bombe. Ja, das ist... aber hallo, also auch da könnte ich mich wirklich auch zu Tode schreiben, wenn es da um Artikel dazu geht, weil das einfach so viel hergibt und man da wirklich einfach auch wahrscheinlich nach dem 10. Mal sehen auch immer noch was Neues finden würde. Also wieso das gesamte Thema mit Frauenbild und Gender in japanischen Medienwelten ist eine heiße Sache. Ich habe da einige Bücher gewälzt, als ich in der Universität drüber war und einige von den wissenschaftlichen Autoren, die haben da ganz wilde Sachen aufgestellt. Also nicht nur von den einzelnen Fachbegriffen, sondern auch von den Theorien. Das ist dann, das ging dann ziemlich über mein Verständnis hinaus, muss ich dazugeben. Ne? Einige Sachen habe ich einfach keinen Zugang. Ich bin halt der Kerl. Wie soll ich das verstehen? Ich find's auch wirklich immer wieder faszinierend, wie halt Anime sowas Kreatives und Komplexes sein kann, auch in seinen ganzen Thematiken her. Und ich meine, Gender und Sexualität spielt in vielen Anime an sich eine Rolle. Ja. Und es dann halt diese ganzen rechten Anime-Fans gibt, die dann meinen, dass man Anime nicht zu politisieren hat.
So. Ja, und ich, wo ich mir auch denke, so, aber was zur Hölle guckt ihr euch denn da auch gerade an? Weil ich meine, wenn ihr irgendwie das nicht sehen wollt, dass das jetzt eben dann vielleicht ein homosexuelles Pärchen ist oder halt so in die Richtung, wenn ihr das jetzt irgendwie versucht zu ignorieren oder vielleicht auch dann in euren Fanfictions irgendwie dann so genderbendet, dass es in eure Welt reinpasst. Aber ich meine, warum macht ihr das dann? Also ich verstehe das dann irgendwie nicht, dass man das dann nicht einfach akzeptieren kann und vielleicht auch mal checken kann, dass man selber halt falsch liegt, aber... Ja, aber wenn man überhaupt nicht mitkommt, kann man es auch vermeiden. Es gibt so viele Anime und Manga, meine Güte. Ja, absolut. Das eigentlich Traurige ist dabei, man könnte nämlich das Argument bringen, dass in Japan die Anime und Manga sich so viel leisten können und erlauben können, mit Themen zu spielen, weil sie halt nicht so wirklich ernst genommen werden als künstlerische Ausdrucksform. Und deswegen wird es dann auch nicht so schräg genommen. Es wird halt als oberflächlicher Trash ein bisschen angesehen, was auch zu 90% zustimmt. Ich meine, man hat ja seinen Spaß mit der leichten Unterhaltung da. Aber ja, das ist auch, ist halt ein zweischneidiges Schwert in der Hinsicht. Ja, und das Angebot ist ja auch so groß. Also ich glaube, wenn man jetzt nicht unbedingt mit einem Yuri-Manga oder so in Kontakt geraten möchte, der dann wirklich mal die Realität darstellt und wirklich einfach abseits von diesem Highschool We're Both Girls, wenn man das nicht möchte, dann wird man damit auch nicht in Kontakt geraten, weil es gibt ja ein so großes Angebot und dass, wenn man aber natürlich spezifisch danach sucht, es auch dementsprechend länger dauert, auch was zu finden, wo man sagt, ja, das ist jetzt eins zu eins ich oder das, was ich sehen oder lesen will. Und ja, man kann natürlich selber auch viel kreativer werden in der Hinsicht, als jetzt zum Beispiel bei uns. Das ist also da mit Fan-Manga, ne? Ja. Richtig schöne Überleitung, ne, zu dem Spezifischen. Was ist denn für dich spezifisch? Wir sind so deine Favoriten und bildenden Sachen, die für dich wichtig waren. Vielleicht habe ich mich da jetzt selber ein Grab geschaufelt, in dem ich gesagt habe, möglichst authentisch. Und dann sind natürlich so meine Lieblings-Anime halt hauptsächlich Magical Girl. Aber ich glaube, wenn man einfach, also einer meiner absoluten Lieblings-Anime derzeit, weil er halt alle meine Interessen abdeckt, ist Review Starlight. Weil sich das so ein bisschen mit der Takarazuka-Review auseinandersetzt und wenn man sozusagen diesen Magical-Girl-Aspekt weglässt, dass sich die alle dann in einer Arena verwandeln und bekämpfen mit Schwertern, wer kennt es nicht, dann sind die ja in einer Musical-Schule, sage ich jetzt mal, und kämpfen da ja sehr hart darum, dass sie halt eben Topstar werden, dass sie eben im Theaterstück die Hauptrolle spielen und man sieht Teile des Unterrichts und so weiter. Und da ich selber mich schon als sehr ehrgeizig auch ansehe, spricht mich das dann total an, weil ich mir denke, oh, ich würde so, wenn ich singen könnte, wäre ich sofort auf der Schule. Also das ist so, das sind dann, wahrscheinlich ist es das dann doch authentischer für mich als andere Anime, wo mich das Thema dann einfach nicht anspricht, weil das einfach genau mein Ehrgeiz triggert und zu sagen, ja klar, wenn ich in der Welt leben würde, dann wäre ich auch dabei. Also. Ja, man kriegt aber immer wieder ab und zu, ist es leider nicht so häufig, aber immer wieder kommen Animes über diese Szene, ne? Wo dann entweder Tanzbühne oder ja, sogar auch, war da nicht sogar auch was mit Zirkus? Es gab sogar mal ein anderes, so eine Zirkusvorstellung, so eine groß angelegte. Oder dann halt Sachen, die extrem viel Elemente davon haben, wie zum Beispiel vom Ballett. Nimm dir mal dieses Prinzess Tutu zum Beispiel. Ja. Das ist natürlich ein Ding, das ist eigentlich schon klassisch, es ist Tradition, das ist in Japan seit 70er, 80ern immer wieder in Manga und Anime drin. So, das ist im Endeffekt fast schon normal. Stinkt normal. Ich glaube auch, dass es für die Japaner tatsächlich auch nochmal normaler ist, wirklich vielleicht da ihre Schulclubs zu haben, denen sie dazu gucken, die alle irgendwie eben das Ziel haben, auch der Beste zu werden, in welcher Sportart auch immer, oder halt eben als Team zu gewinnen, was wahrscheinlich für uns Deutsche vielleicht nicht, also bis auf Fußball wahrscheinlich, auch nicht immer zutrifft oder verständlich ist, oder auch vielleicht auch so dieses amerikanische Ding zusammen zu gucken, aha, wie die Highschool halt läuft, weil es halt bei uns ja doch irgendwie anders ist dann im Alltag. Aber das sozusagen natürlich auch nochmal irgendwie, was ich schon durchaus gerne geguckt habe, aber mit sehr, sehr viel Kritik, ist halt eben zum Beispiel Kira Kira Precure à la Modo oder wie auch immer man es aussprechen möchte, weil es drei Sprachen auf einmal sind. Kira Kira.
wo ja auch eine Band vorkommt, wo halt eben auch irgendwie die alle super tolle Talente haben. Man sieht aber halt irgendwie nie, dass sie was dafür tun. Und das ist halt, was mich irgendwie dann so doch eher interessiert, so dass einem halt nicht alles in den Schoß fällt, sondern dass die halt hart dafür arbeiten müssen, dass sie eben die Besten sind. Also das ist halt, finde ich dann irgendwie dann doch nochmal so ein bisschen interessanter, als Mary Sue-mäßig sofort alles zu können, ne? Ah, dann ist die Frage, wenn dich sowas interessiert, hast du da noch was übrig für so Shonen- und Sport-Anime und Manga? Weil nee, da weil da ja kommen ja hauptsächlich Männer. Ah ja, es gibt ja auch Ausnahmen. Ich meine, ja, schon in den 70er Jahren waren Tennis-Manga sehr beliebt mit den Mädels. Oder natürlich Mila Superstar natürlich. Ja, Volleyball. Oder Yawara, das Judo-Mädel, ne? Ja. Obwohl das in Deutschland weniger bekannt ist, leider. Aber ganz ehrlich, diese ganze Szene mit Bühnenarbeiten, ich habe das Gefühl, dass es in den letzten Jahren in Japan wieder einen größeren Aufschwung hat. So viele Anime und Manga bekommen eine Bühnenaufführung, ein Theaterspiel, das dann mit Kostümen und aufwendigen Effekten gemacht wird. Und das bei denen dann so völlig allgegenwärtig ist, wie bei uns dann diese klassischen Aufführungen von Phantom der Oper und etc. Gab es nicht auch irgendwie letztes Jahr oder vorletztes Jahr eine Bühnenaufführung zu Kingdom Hearts, die auch Kanon ist? Die haben, glaube ich, da irgendwie so eine Bonus-Story auf der Bühne dann aufgeführt, die zum Kanon gehört? Also ich liebe das ja tatsächlich. Ich versuche ja immer, es ist ja schwierig, wenn man seinen Japan-Urlaub plant, sich an irgendwas zu halten, weil man ja, die Japaner geben sowas immer kurzfristig bekannt oder es ist super schwer, dran zu kommen. Es findet an ungefähr 3 Tagen statt und da das sozusagen zielgerichtet zu treffen, ist immer sehr schwierig. Aber ich habe es ja tatsächlich geschafft, 2017 das Sailor Moon Musical auch mitzunehmen, was natürlich keine neue Welt eröffnet, weil es ist 1:1 der 5. Akt gewesen oder eben diese Musicals der letzten 5 Jahre waren eben 1:1 die Akte aus dem Manga. Okay. Aber ich liebe das total, wenn sie es schaffen, wirklich die Charaktere mit den Schauspielern oder Schauspielerinnen zu treffen. Also das könnte ich, das finde ich fast am allerbesten von allem, aber einfach, weil dann auch noch gesungen wird. Das ist halt dann und getanzt. Also da bin ich halt dann, das ist für mich das Allerbeste. Ich glaube, bei der Bühne ist es auch ein bisschen bunter. Ich meine, in den ganzen Realverfilmungen aus Japan sind die meisten Leute, die dann einfach nur mit den dunklen Haaren standardmäßig und nicht den wilden, bunten Zeugs, das man aus Anime und Manga kennt. Ja, ne? Wobei ich jetzt zum Beispiel Bleach eigentlich auch ziemlich gut fand, aber es gibt wirklich solche und solche Verfilmungen. Ja. Und da sind es irgendwie beim Musical wird es dann oftmals nochmal besser getroffen und weil man halt irgendwie auch die ganzen Special Effects anders umsetzen muss oder diese ganzen speziell die abgefahrenen Geschichten halt einfach anders erzählen muss. Und vielleicht, weil man sich dann auch irgendwie CGI spart, das manchmal ja auch nicht so gut ausschauen kann. Ah, das ist mal schön, wenn man jemanden trifft, derselben Meinung ist. Ja, ja, muss natürlich auch ein kleines bisschen hier die Bremse ziehen. Es gibt immer absolut. CGI, das gut aussehen kann, Anime. Das Problem ist halt nur, wenn es schlecht aussieht, sieht man es sofort. Exakt das, genau. Das sieht man sofort. Das fällt jedem ins Auge. Das ist der Wahnsinn. Ja, also, da bist du Fan von Sachen, die ja Butter und Brot sind in der japanischen Industrie. Das ist ja dann gut verbreitet. Also hast du auch dann genug, mit dem du dich hier begnügen kannst? Gibt es noch irgendwas anderes, was bei dir so richtig hier, wo du richtig drauf abfährst? Ich drauf abfahre? Ja. Also was ich schon sehr viel besser finde, sind eigentlich so ein bisschen auf jeden Fall die alten Sachen. Also natürlich Spirited Away, einfach so natürlich Klassiker aus dem Genre, natürlich der Ghost in the Shell, quasi der Originalfilm. Ja. Weil es einfach dann natürlich noch, ich sag jetzt mal, per Hand gezeichnet ist, einfach so ein bisschen einfach noch das Gefühl, da ist halt sehr viel Arbeit reingesteckt worden. Und natürlich gibt es auch solche und solche. Und ich finde, es gab eine Zeit lang in den letzten Jahren eine Phase, wo viel produziert wurde, wo einfach nicht so viel Herz reingesteckt wurde. Vielleicht haben sie es reingesteckt, man hat es vielleicht einfach nicht gemerkt, kann auch sein. Das ist besser geworden, das ist sehr, sehr viel besser geworden, deswegen flippe ich wahrscheinlich inzwischen immer noch mal aus, wenn wirklich ein Anime erscheint mit wunderschönen Hintergründen, weil es irgendwie für mich so gefühlt eine Zeit lang gar nicht so da war, weil einfach am Fließband produziert wurde.
Wird ja immer noch, aber ist halt leider Gottes so ein bisschen rausgefallen. Man macht halt die Hintergründe so gut wie nicht mehr von Hand mit Papier und Farbe, sondern man macht es am Computer. Genau. Und egal, wie gut du es am Computer machst, wir sind immer noch im Zeitalter der 8-Bit-Farbtechnologie. Das ist immer noch der Standard. Und das ist halt ein Witz im Vergleich zu Echtfarben. Ne? Ja. Leider. Aber wie gesagt, es wird ja zum Glück schon wieder Mühe gegeben und ich glaube, hat das sicherlich auch immer eine Budgetgeschichte, was gerade priorisiert wird. Also dementsprechend will ich es jetzt nicht komplett verteufeln, zu sagen, ach, die neuen Anime sind alle schlecht. Offensichtlich ja nicht, aber also wahrscheinlich, also ich würde, also alleine schon die Tatsache ist, glaube ich, einfach, ich liebe den Original Sailor Moon Anime. Mit Sailor Moon Crystal kann ich überhaupt nichts anfangen. Also das ist halt. Und schon alleine eben in der Art, wie es gemacht wird. Und okay. Ja, auch natürlich, wenn damals nicht immer alles perfekt gezeichnet worden ist, auch überhaupt, das möchte ich damit auch gar nicht sagen, aber es ist irgendwie dann trotzdem schon mehr meins. Alles klar, also mit älteren Zeugs kann man dich eher locken, das ist natürlich gut zu wissen. Ich bin ja auch ein Fan vom älteren Zeugs. Ich muss schon, aber muss man immer wieder zugeben, im Vergleich zu damals hat sich die durchschnittliche Animationsqualität gigantisch verbessert. Ja. Also es gab so viele Serien damals in den 90ern, die so gespart haben überall und man es halt gesehen hat, weil halt nichts da war an Animation. Und ja, in Sailor Moon kannst du mal auch sehen. Es ist ja das, was später zu dem teilweise von Regisseuren als Stilmittel benutzt wurde. Diese Standardsequenzen, die sich immer wiederholen, die fallen halt bei den alten Werken auf, wenn man merkt, ja, die haben nicht das Geld, um das alles extra zu animieren. Die nehmen die Standardsequenzen. Die geht dann halt mal 20 Sekunden. So kann man eine Episode Auffall machen, ne? Ja. Ja, also die Angriffsaktion und die Verwandlungsaktion sind immer die gleichen und sehr oft werden die einfach dann immer von vorne bis hinten gespielt, ohne wirklich das abzukürzen, weil einfach damit kann man Zeit in der Serie füllen, die man nicht extra animieren muss. Ja. Immer heute sieht das anders aus. Oh Mann, ich bin vielleicht nicht drin in Precure, in Pretty Cure, aber meine Güte, das Ding ist sowas von vollgestopft mit guten Animationssequenzen, mit Talent, das ist zum Wegschmelzen. Und die Japaner lieben den Kram ja auch abgöttisch. Mhm. Die Einschaltzahlen im Fernsehen sind absolut, das ist furchteinflößend gut. Ja. Ja. Ich muss echt mal Hook to Precure weiter gucken, weil allein diese, wie gut der Anfang davon animiert ist, ist einfach der Wahnsinn. Da gibt's so eine Szene, wo sie Baseball spielen, alles komplett handgezeichnet. Das ist unglaublich, wie bouncy das auch alles ist. Hier, haben wir schon mal darüber geredet, das Magical Girl Publikum in Japan ist ja auch stark männlich, ne? War es schon seit den 80ern. Ich meine, wir haben eine ganze Menge Magical Girls, auch Magical Idol Verschnitte, direkt aus den 80ern, die halt wirklich fast nur bei den Jungs angekommen sind. Ich meine, ich hatte damit letztens ein Dimbula ein Gespräch, der halt meinte, dass die meisten Magical Girls-Serien früher ja eigentlich eher wie Shonen Battle-Serien aufgezogen wurden, sowas wie Sailor Moon oder so. Ja, also Sailor Moon ist eigentlich schon später. Die in den 80ern waren auf jeden Fall ähnlich ja schon im Battle. Also da Magical Girl hat oft ein Schwert in die Hand gekommen und hat dann sich ein Duell geliefert mit seinem Bösegegner, ne? Auch bei den absichtlich Magical Girl verschnitten für Erwachsene, wie Devil Hunter Yoko, die ist ja dann rumgegangen und hat sich laufend mit Dämonen Schwertduelle geliefert, ne? Während sie ihre Klamotten zerfetzt bekommen hat, weil es war halt für Jungs, ne? Ja. Nun. Ja, es ist auch immer wieder erstaunlich, wie viele sag ich jetzt auch mal männliche Fans oder zumindest irgendwie Männer haben irgendwie immer alle Sailor Moon gesehen, ne? Und das ist immer, also ich finde es halt immer einfach schwierig natürlich, weil ich mir auch immer denke, gut, dass dann viele einfach irgendwie nur aufs Outfit achten oder halt auf das knappe Outfit achten und irgendwie, dann hat ja die Botschaft, kommt halt dann auch nicht an, aber klar, was willst du da auch machen? Also, aber die gucken es ja nicht nur wegen dem knappen Outfit. Ich hatte immer die Theorie, dass es gibt ja solche, absolut. Ich habe immer die Theorie, dass das so etwas Ähnliches ist, wie wenn man, wie bei den Fans von weiblichen Idolgruppen und Sängerinnen und dergleichen und sonstigen weiblichen Entertainern,
dass das einfach nur so eine Art von Phantom an den Charakteren liegt. Ja. Und klar hilft es dann auch, wenn die Charaktere auch die andere Gruppe ansprechen, indem sie ein bisschen Haut zeigen. Aber das ist ja nur das, was am Anfang anlockt. Das hält dich ja nicht ewig da. Das bringt dich ja auch nicht, ja, genau, Geld da reinzuschmeißen, ja, ja, oder Zeit am Ende. Ne? Kommt drauf an, wie verzweifelt diese Menschen sind. Ja, okay. Aber das ist vielleicht sogar an den Randstellen, weil es ein bisschen kleiner ist, die aus. So im ganzen Großen kannst du damit nicht wirklich eine Industrie aufbauen, glaube ich nicht. Okay, ja, vielleicht rede ich da auch Unsinn. Ich meine, es gibt ja auch die Pornoindustrie, aber ja. Ich glaube auch da, wenn du ein Porno-Idol hast, dann ist es nicht nur wegen der nackten Haut. Ich meine, danach, da müsste man sich ja eigentlich relativ schnell satt drehen dran. Das ist einfach nur, weil du halt so eine Art von Fan-Beziehung zu einer Art zu einem Unterhalter aufbauen kannst, weil das halt einfach geht, weil das sie einfach gut vermarkten ist. Genau, ja. Ja. Und besonders, wenn du dann halt die Magical Girls aus den 80er Jahren haben, die gleichzeitig Idols sind. Mhm. Oder klar, hatten man auch in den 90ern und 2000ern. Eine Menge von den Synchronsprechern sind auch Sängerinnen und verkaufen ihre eigenen Platten und sind für sich selber eigene kleine Stars. Dann funktioniert das halt alles mit zusammen. Ne? Ich meine, viele, viele Pornostars heutzutage sind auch Social Media Influencer. Ja, ja. Es ist Wahnsinn. Ja, gut. Da haben wir uns schon hier schön reingeschmissen in das ganze Zeug. Mit was kannst du denn am wenigsten anfangen? Gehen wir mal in die Richtung. Mit was kann ich denn am wenigsten anfangen? Also wahrscheinlich schon tatsächlich, ja, tatsächlich Boys Love wahrscheinlich. Von Jossi. Also das würde ich jetzt nicht proaktiv gucken. Ich weiß dann trotzdem erstaunlich jetzt viel über Yuri on Ice, weiß ich wahrscheinlich, glaube ich, alles, was je passiert ist, weil ich halt viele Freunde habe, die da große Fans sind. Ich schätze das natürlich, dass es das Genre gibt, finde das auch extremst interessant, dass es sozusagen ja eigentlich nur von Frauen für Frauen ist. Und da gibt es ja auch die wildesten Theorien dazu. Es ist halt nur, weil ich es einfach persönlich nie gucken würde. Also ich gucke ganz gerne irgendwie eine Dystopie. Ich gucke auch tatsächlich super gerne irgendwelche Sci-Fi-Geschichten. Also schon eigentlich jetzt quasi eben nicht nur eben hier Magical Girl und eben Frauen, die Frauen lieben, sondern halt wirklich auch ganz andere Settings, aber eben wirklich, wenn dann so dieser auch Queerbaiting-Männer-Cast dann da ist, finde ich halt einfach jetzt da kein Interesse daran, weil ich mich jetzt einfach persönlich gar nicht damit identifizieren kann. Also ich brauche immer auf jeden Fall einen starken Frauencharakter und dann bin ich eigentlich auch schon dabei. Also ich habe auch ewig nichts irgendwie mit Dragon Ball anfangen können, bis ich irgendwann auch gecheckt habe, dass da auch Frauenfiguren gibt. So, ach ja, okay, die sind ja doch ganz cool. Also vielleicht sollte ich mich vielleicht dem dann doch eine Chance geben. Ne? Also, im alten Dragon Ball gab es halt nicht so viele coole Frauencharaktere. Da war nur eigentlich nur Bulma da, ne? Ja. Und sie hat die Hosen angehabt, aber so viel hat sie dann leider Gottes auch nicht. So viel Hose hatte sie dann gar nicht an, genau. Ah, doch, sie hatte schon die Hosen an. Ich meine, das zweitstärkste Lebewesen muss bei ihr im Haus spurten. Das zweitstärkste Lebewesen des Universums muss bei ihr im Haus sputen, andauernd. Das ist schon mal, das sind anständige Hosen, die anhatte. Aber ja, sie hat halt in der Story und Geschichte und überhaupt, besonders bei Z, hat sie einfach nicht mehr viel gemacht. Sie war kein aktiver Charakter, ne? Aber zu dem Fujoshika. Ich zum Beispiel, also es gibt eine ganze Menge Ausnahmen, die ich wunderbar allen Leuten auch ans Herz legen möchte. Yuri on Ice zum Beispiel ist absolut genial. Das ist einfach, weil das in keinster Weise auf eine Art und Weise gemacht ist, die du nur genießen kannst, wenn du diese Richtung magst, sondern es ist einfach so lustig und so unterhaltsam und albern gemacht, dieses, wie die hübschen Jungs sich anhimmeln, das es ist einfach nur unterhaltsam. Da hat man keine Probleme damit. Das ist eine der besten Beispiele dafür, wie man es machen kann, für ein größeres Publikum. Aber so die ganzen Nischensachen, ne, alles, was man dann halt auch auf den Comic-Market an Doujinshis kaufen kann und das explizite Zeugs, da kann ich auch nichts wirklich mit anfangen. Obwohl ich mir immer sagen lasse von den Fans, dass diese eigentlich im Grunde alle wie Shoujo-Manga sind. Im Herzen sind das alles dieselbe Romantikgeschichte. Ja, im Prinzip. Im Prinzip, außer wenn es dann wirklich halt schon
kinky, weird. Ich meine, gut, das gibt es auch natürlich auch bei den heteronormativen Geschichten, da gibt es das ja natürlich auch, das verstehe ich dann aber auch nicht. Also generell immer dieses I wanna be your pet Sachen, das ist halt nicht meins. Das hat definitiv seine Anhänger, weil ich die kenne, aber persönlich würde ich das dann nicht konsumieren tatsächlich. Ja gut, ja, das ist mich stößt halt immer wieder ab, dass es halt gerade bei den Boys Love Dingern noch mal schlimmer ist als bei den Girls Love Dingern, dass da sehr viel sexuelle Belästigung und so weiter drin absolut. Ist, die dann sehr unangenehm zu schauen ist. Da bin ich halt dann einfach sofort raus und das hat man, also das kommt ja leider wirklich in Anime häufig vor, dass einfach Non-Consent stattfindet und alle flippen total aus. Oh mein Gott, das ist das beste Pairing ever. Und denken so, ja, das ist halt super toxisch und warum, also das gucke ich mir auch in Realserien, in amerikanischen Geschichten nicht an. Also da bin ich einfach komplett raus. Ja, aber dieses Prinzip, ne, von der sexuellen Eroberung als Fantasie ist ja beliebt ohne Ende. Ich meine, sonst wäre 50 Shades of Grey niemals ein Ding gewesen. Auch, das ist ja ein Riesenschrott inhaltlich. Das macht ja nur mit dem einzelnen Aufreißer sein Geld. Ne? Absolut. Ja. Naja. Ja. Aber was ich tatsächlich bei Yu-Gi-Oh! On Ice, ohne dass ich es geguckt habe, aber tatsächlich schätze, ist, dass ich da viel Gutes dazu gehört und gelesen habe, dass ja das Ice-Skating an sich sehr authentisch getroffen wurde. Boah, ey. Und dass man sich da viel Mühe gegeben hat und mit den Leuten gesprochen hat oder beziehungsweise die Leute aus der Szene dann selber Fans sind. Also das sind dann wieder Sachen, wo ich sage, cool, da bin ich ja auch voll dabei. Gute Sache, macht das bitte auf jeden Fall weiter. Weil das dann wirklich, das sich ja auch dann zu fördern lohnt, ja. Ja, aber wirklich, bei der Animation da war eine Latte da sind die drüber gesprungen und haben sie gleich 10 cm höher gesetzt und dann zum Rest der Industrie gesagt, bitte. Ja, da haben sie sich Mühe gegeben bei Julian Eis. Gut, dann apropos fördern, wollen wir zu Sachen kommen, die wir in letzter Zeit gesehen haben, weil ich hätte da definitiv was zu fördern. Jo, hau rein. Ja, gerne. Ich habe mir nämlich, das habe ich vorhin erst fertig geschaut, Whispering Words angeschaut. Whispered Words. Das ist ein, eine Girls Love Serie von 2009. Basierend auf einem Manga. Und es geht um ein größeres Mädel namens Murasame, die in ein Mädel namens Kazama verliebt ist. Kazama selbst ist auch lesbisch und die steht allerdings nur auf süße Mädchen, also auf sehr klischeehafte Mädchen an sich so. Also sehr klischeehaft mädchenhafte Mädchen, so meine ich das. Kleine Putschige. Ja. Also auf was ich nicht stehe, genau. Und Murasame ist da halt so ein bisschen das Gegenteil, weil sie ist groß, sie macht Karate, sie ist relativ, ja, was man wahrscheinlich eher maskulin bezeichnen würde. Und das Ganze fängt dann halt wirklich so ein bisschen auf, eigentlich dramatischer und deprimierend an, so mit dieser nicht erwiderten Liebe. Und auch Kazama erfährt eine nicht erwiderte Liebe, weil sie ist in ein Mädchen namens Aoi verknallt, die allerdings in einen Jungen verknallt ist, also dann halt merkt, okay, da spielen wir anscheinend nicht auf derselben Wellenlänge. Aber dann ist ausgerechnet dieser Junge, auf den Aoi dann verknallt ist, in Kazama verknallt. Und weil Aoi das mitkriegt, bringt sie dann Kazama absichtlich zum Weinen. Und wie gesagt, der Anfang der Serie ist irgendwie super tragisch alles so. Und dann nimmt das Ganze allerdings einen sehr überraschenden Turn, wenn noch zwei weitere lesbische Figuren dazukommen. Das ist ein kleines Pärchen, die damit auch offen umgehen. Da hast du auch wieder eine sehr mädchenhafte und eine eher maskuline. Und wie gesagt, die gehen damit offen um. Da gibt es eine sehr, sehr schöne Szene, wo das kleine blonde Mädchen von den beiden
auf dem Flur hinfällt und alle Jungen umringen sie dann. Und dann kommt aber Tomoe, so heißt es, ihre Partnerin, kommt dann halt an und die halten ein Händchen, hilft die so hoch und die flirten miteinander. Und das sounds very good. Und dann hast du unsere beiden Protagonistinnen, die so die Szene beobachten, und die haben eine heterosexuelle Freundin. Und die steht dann so da und meint so, diese beiden scheinen sehr gute Freundinnen zu sein. Und die Protagonistin so, bist du blind? Ah, such wonderful friendship. Oh, Mann. Es ist eine Weile her, ich habe die Serie aber auch gesehen damals. Die ist zum Hinschmelzen süß. Ja. Aber so viel ich mich erinnere, hatte sie nicht wirklich ein so richtig zufriedenstellendes Ende, oder? Also es endet ist nicht abgeschlossen worden irgendwie, oder? Es endet nicht so wirklich. Ich habe gelesen, dass sie die letzten zwei Folgen sind Anime Original. Also sind so nicht im Manga. Und sind halt auch eher nur ein sehr loses Ende. Also man kriegt dann so das Signal, okay, unsere beiden Protagonistinnen werden halt irgendwann zusammenkommen. Mhm. Aber halt irgendwann, das passiert nicht mehr in der Serie. Ja, ich meine, der Manga ist auch über 2-3 Jahre länger gelaufen als die Serie dann. Also den habe ich gar nicht gelesen noch nicht. Der hat wahrscheinlich dann das richtige Ende. Das müsste ich eigentlich mal nachholen. Müsste ich auch mal komplett lesen. Das würde mich auch mal interessieren, wie der das zu Ende führt. Aber das ist ein als dann unsere beiden lesbischen Figuren, also die zwei neuen lesbischen Figuren dann noch dazu kommen, wäre das Ganze eigentlich eher zu einer Comedy-Serie. Mhm. Wo das ist auch dann wirklich der Wahnsinn. Die Tomoe schlägt dann zu unserer Protagonistin vor. Auch wirklich so, hey, Kamerad! Wie es eigentlich auch heute viel in der modernen LGBTQ-Community gemacht wird, wo Kommunismus halt sehr angesagt ist. Und die schlägt dann so vor, warum gründen wir nicht einen Girls Club, einen Club für Mädchen, die Mädchen lieben? Und dann gehen sie auf der Schule auf der Suche nach anderen Lesben und testen die halt immer so aus, ob die auf andere Mädchen stehen. Und das ist alles total bescheuert. Und das Ganze wird allgemein so over the top irgendwann. Also, du hast dann unsere Protagonistin, wie sie bei Kasama zu Hause sind und da dann versuchen zu kochen. Und die Küche explodiert einfach. Aber das ist dann so Kanon. Das ist dann halt einfach passiert. Das ist kein Comedy-Element. Die Küche ist explodiert. Und die haben das in Anime so passiert. Lebenden Tintenfisch gekauft. Wie bei meiner Küche fast schon, ja. Oder es gibt einen Moment, wo sie zum Strand fahren und diejenige, die gefahren ist, das war, glaube ich, Tomoe, die hat das Auto einfach zu Schrott gefahren. Dann stehen die alle am Strand und meinen so, ey, jetzt lass uns den Tag genießen. Und im Hintergrund explodiert das Auto. Ja, die zweite Hälfte besonders der Serie ist ein kleines bisschen lockerer gehalten. Ja. Aber das ist schön. Also das klingt so schön. Das klingt so nicht nach, oh, we're both girls und alles ist schrecklich und was sollen wir denn jetzt nur tun? Das klingt schön. Es ist wirklich überraschend angenehm. Ich dachte am Anfang wirklich, dass das Ganze in eine sehr dramatische Richtung einschlägt. Weil, wie gesagt, die ersten drei Episoden sind halt auch eher deprimierend. Wegen dieser einseitigen Liebe, die da besonders Thema ist. Aber dann dreht sich das halt alles. Und das wird einfach zu einer richtig over-the-top Comedy-Serie. Mhm. Die aber halt auch wirklich schön auf diese ganze Romanze da eingeht. Also die macht sich kein Stück irgendwie darüber lustig. Alle Figuren sind sehr, mit denen wird allen sehr respektabel umgegangen. Du hast dann zum Beispiel noch Akemia. Der ist, das ist eine definitiv genderqueere Person. Das ist aufgewachsen als Junge, verkleidet sich die Person gerne als Mädchen und ist auch allgemein auch vom Charakter her sehr klischeehaft mädchenhaft, aber es wird halt in der Serie nie so eindeutig gemacht, was Akemia sich jetzt identifiziert. Oder hast halt oft diese Szenen, wo es sehr eindeutig wirkt, dass Akemia glücklicher mit einer weiblichen Persona ist. Und daraus wird halt jetzt auch nicht wirklich ein groß Quatsch gemacht. Das ist dann Teil von Akemias Persönlichkeit und gehört dann so dazu. Und das ist halt bei allen Charakteren sehr interessant. Auch eine Szene, also wo dann so langsam auffällt, das Nebenfiguren-Lesbenpärchen dann so langsam bei den anderen Mädchen auffällt, die sich dann so denken,
ey, ihr seid die ganze Zeit so beieinander, seid ihr eigentlich zusammen? Und dann die Tomoe erklärt, also ich muss das jetzt nicht für Schaulustige erklären, aber spielt das Geschlecht bei der Liebe wirklich eine Rolle für euch? Und was ich auch sehr starke Worte irgendwie finde, die sie dann da antwortet. Ich meine, alle anderen antworten dann darauf, selbst uns, die anderen lesbischen Figuren antworten darauf, ja, Geschlecht spielt bei uns eine Rolle, aber ich meine, das ist normal, das ist so in der Romantik, das ist, glaube ich, eher dann in dem Moment eine Anspielung dafür, dass Tomoe wahrscheinlich eher bisexuell so noch ist. Und ich war wirklich absolut erstaunt. Vor allem habe ich so nach den ersten paar Episoden nachgeguckt, wer das dann geschrieben hat. Und das hat ein heterosexueller Mann geschrieben. Das konnte ich dann überhaupt nicht fassen. Okay. Oh Mann. Aber es soll vorkommen. Der Anime ist ja auch schon wieder bald 10 Jahre alt und der Manga noch älter, ne? Ja. Also das ist ein Ding. Aber du hast schon recht, bei den Charakteren, da liegt die Stärke. Ich meine, ich kann mich erinnern, dass ich die Serie auch nur geguckt habe, weil der Hauptcharakter mir so sympathisch war. Die war einfach die Coole. Und wir hatten auch immer Zugang zu ihren Gedanken. Ne? Ihre Gedanken hat es dann immer ausgesprochen. Ja. Und die hat ja nicht andauernd zu allem ihren Senf dazu gegeben, aber sie hat nicht dazu gedacht. Ne? Und ja, hat man ich habe mit der sofort kurz geschlossen. Das ist Best Girl gewesen, auf jeden Fall. Ja, es ist wirklich ein guter Anime. Also ich muss auch sagen, allgemein habe ich da mal so ein bisschen nachgeguckt, was der Mangaka sonst noch macht. Und der scheint einen gewissen Respekt zu haben vor Minderheiten und die echt cool zu behandeln. Also auch sein aktuellster Manga, Clockwork Older Sister, hat als Hauptfigur eine dickere Frau. Übergewichtig. Was man ja auch jetzt nicht unbedingt häufig in Manga und Anime sieht, wo halt die Frau so ein gewisses Schönheitsideal hat. Und hier ist es einfach, die Protagonistin ist halt einfach dann ein bisschen Fleisch am Bauch. ist jetzt nicht so wild. Das ist dann ziemlich cool. Ja, aber wirklich bei das Whispered Words, das, als ich das so geschaut habe, das fühlt sich einfach so an, als hätte ich einen Anime gesehen, der von einer eigentlich heutigen LGBTQ-Person geschrieben wurde, so richtig, so, es fühlt sich so richtig memehaft auch einfach teilweise an, als würde ich gerade Reddit durchgehen. Ein Vorreiter. Ne? Ja, es ist seiner Zeit voraus. Wunderbar. kann ich sehr empfehlen. Er hat auch einen sehr anime-untypischen Soundtrack, fand ich. Das hat mich daran sehr überrascht. Die Musik ist von jemandem gemacht, der ist, ich weiß den Namen jetzt nicht, ist mittlerweile leider auch schon verstorben, die Person. Und das ist der einzige Anime, wozu die Person einen Soundtrack beigesteuert hat. Sonst eher nur zu Filmen und Serien, also zu Live-Action-Filmen und Serien. Und der wirkt sehr klassisch fast schon. Es wirkt eher konzertartig fast schon, die Musik. Im Sinne von wegen, das ist orchestermäßiges Zeugs. Und teilweise ist es eher wie so eine moderne Fernsehserie von der Musik, also Realfilmserie von der Musik gemacht. Ich hab's nämlich irgendwie so in Erinnerung. Ja, würde ich sagen. In so eine Richtung geht das auf jeden Fall. Na jo, es ist auf jeden Fall ein Ding. Schade, dass es keine der Fortsetzung oder sonst was bekommen hat. Aber das war halt nur wieder das Typische, ne? Man hat einen aufstiegenden Manga mit einer Fernsehserie beworben und anscheinend hat es funktioniert und ist aber nicht so geworden, dass es noch notwendig wäre, dazu ein Ende noch irgendwie zu animieren. Jo, muss man halt den Manga lesen dürfen. Ja. Aber passt auch, geht da, kann man leben mit. Ja, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Es ist, ist an der Stelle wieder schade, muss man an eine englische Version dann leider ran. Weil natürlich die ganzen tollen LGBTQ-Sachen kommen in Deutschland nicht raus. Natürlich. Bloom Into You, Sweet Blue Flowers, Wandering Sun und auch Whispered Words, auf was ich hierzulande nicht alles warte. Irgendwie finde ich das komisch. Irgendwie hatte ich immer gedacht, früher, als ich in der Szene ein bisschen mehr drin war, dass die Leute darauf total stehen. Also, die Leute stehen halt auf sowas wie Citrus. Ja. Okay. Das Sex sells natürlich ein bisschen wobei, besser. Wobei, ne? Nicht mal das meiner Meinung nach ein Release.
DVD-Release hat, oder irre ich mich da? Citrus bekommt bald. Citrus bekommt bald hierzulande. Tatsächlich. Aber alleine, dass da der Manga so durch die Decke ging im Vergleich zu wirklich guten Mangas. Das gleiche ist ja auch das NTZ, falls ich das gerade richtig habe. NTR heißt es. NTR, ja. Das bekommt übrigens auch in Deutschland DVD-Release. Und das ist dann so cool. Das sind halt die falschen Serien, die man da releasen sollte, aber. Nun. Also ganz ehrlich, der Trash kann von mir aus auch kommen, aber den guten Kram müssten wir ebenfalls haben. Danke. Ja, ich hätte halt, es wäre halt cool, wenn es beides wäre so. Ja, ja, genau. Carlsen, also auch im Manga-Bereich ist da oft, kommt nur der ganze Schrott. Carlsen ist da so der einzige Verlag, der mir einfällt, die dann halt auch öfter mal richtig cooles Kram mitholen. Wie Bloom Interview oder Der Mann meines Bruders heißt das, glaube ich, die eine Manga. Ja. Und nächsten Monat kommt meine lesbische Erfahrung mit Einsamkeit. Ah ja, stimmt, das kommt auch noch. Aber dann einfach herrlich, kommt noch der aktuelle Manga vom Mangaka von Nabali no Oe. Muss ich kurz gucken. Nee, Nabali no Oe. Ach so, von dem Dornenkönig. Genau, von dem Dornenkönig. Yuki Kamatani, das ist X-Gender ist die Person, also was wir bei uns als Non-Binary bezeichnen würden. Und der Manga heißt Shima Nami Tazugale. Ich weiß jetzt nicht, wer dann im Deutschen übersetzt wird, aber der kommt nächsten Monat bei uns in Deutschland über Carlsen raus. Und da geht's halt um einen schwulen Jungen, der in der Schule geoutet wird und dann deswegen schweres Mobbing erfährt. Ja. Also kein Trash. Also von daher. Ja, anstrengend. Ja. So, was hast du noch geguckt? Eine Sache hätte ich dann noch und da habe ich mich mal mit was ganz anderem beschäftigt. Und zwar wollte ich da ein bisschen japanische Kultur auschecken, die auch weit in den Westen gereicht hat und da einige Remakes bekam. Ich habe mir Ju-on the Curse angeguckt. Ah, okay. Horrorfilmchen. Ja. Der erste Teil der Ju-on-Reihe. Die ersten beiden Filme kamen damals in Japan nur auf DVD raus. Was dann groß bekannt wurde, ist Ju-on the Grudge, was ja dann auch die amerikanischen Remakes bekommen hat. Was dann auch in Japan im Kino lief, also das Ju-on the Grudge. Mhm. Das war dann der erste Kino-Release. Und von vielen Fans der Ju-on-Reihe ist halt der erste Film, also The Curse, der beste. Und deswegen habe ich mir den mal angeschaut, weil das halt wirklich so ein Klassiker ist. Ich meine, gerade das Mädel und ihr komisches Stöhnen ist ja recht bekannt. Und ich verstehe es auf jeden Fall so ein bisschen, würde ich sagen. Die Filme, gerade die ersten zwei Filme, die gibt's auch, glaube ich, nicht in Deutschland oder so. Also, ich habe mir das auf YouTube angeguckt. Die Rechteinhaber scheint das heutzutage nicht mehr zu interessieren, dass das da irgendjemand auf YouTube hochgeladen hat. Und es kann sogar sein, dass, wenn es auf YouTube oben ist und da bleibt, dass irgendjemand den Rechteinhaber bezahlt hat. Ja, ich meine, wir haben ja eine ganze Menge Kanäle wie Netzkino und so, ne? Ja, gut. Kann auch sein. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es kein Problem, sich das anzugucken generell. Ja, kann man auf YouTube halt sehen. Ju-on the Curse. Wenn man danach sucht, findet man es auf Japanisch mit englischen Untertiteln. Und das ist eine Sache, die halt sehr offensichtlich sofort ist, dass es super billig produziert ist. Ich glaube, die ganzen Ju-on-Filme sind alle irgendwie super billig produziert. Ich meine, das ist allgemein, ist das so ein Ding von Horrorfilmen, dass man damit halt ein bisschen schnell Kohle machen will. Da braucht man nur kurz sich mal anzuschauen, was Blumhouse alles so raushaut, im Sekundentakt fast schon. Und dementsprechend sind die Schauspieler furchtbar schlecht allesamt. Und kein Stück überzeugend. Na, das ist irgendwie schade, weil wenn du The Ring ansiehst, ne? Das ist ja auch das, nicht unbedingt. Das amerikanische oder das japanische? Das japanische Original. Okay. Das ist ja auch nicht unbedingt in einer Art und Weise produziert, wo dich das Budget anspringt, sondern es ist sehr, ja, so untersetzt, so ein kleines bisschen subtil. Also es ist in keinster Weise reißerisch, aber da hat wirklich alles gepasst, ne? Die haben dann mit den Kameraeinstellungen und mit dem Make-up und den Effekten ganz vorsichtig umgegangen, dass sie auch mit den niedrigen Mitteln trotzdem was Feines herstellen. Ist es hier nicht so, sieht es billig aus.
Der tatsächlich, die Horror-Effekte an sich sehen dann gar nicht mal so billig aus. Es sind halt die Schauspieler, die es halt kein Stück verkaufen können, in meinen Augen. Und, naja, gut, es gibt einen billigen Effekt dann so später, aber, gut. Wer, die meisten werden wahrscheinlich schon mal von Juan gehört haben, aber wer es jetzt nicht weiß, ne, das ist The Grudge, die Geschichte von dem Geistermädchen mit den weißen Haaren und dem, nicht weißen Haaren, mit dem weißen Kleidchen und den langen schwarzen Haaren. Und die da halt in so einem verfluchten Haus lebt und alle platt macht, die da in diesem Haus so einziehen. Und darum geht's halt natürlich dementsprechend auch in dem ersten Film, das Ganze auch so ein bisschen ins Rollen zu bringen, mehr oder weniger. Man merkt, dass der zweite Film da auch schon, der kam ja direkt auch noch im gleichen Jahr raus. Also Ju-on the Curse und Ju-on the Curse 2 kamen beide 2000 raus. Und man merkt, dass da der zweite Film definitiv direkt danach noch schnell mitproduziert wurde. Weil so richtig abgeschlossen wirkt der erste Film jetzt nicht unbedingt, aber erst halbwegs rund. Also man hat dann diese eine Familie, um die es dann halt hauptsächlich geht, die halt in diesem Haus lebt, was halt verflucht ist. Und einen interessanten Trick, den dann dieser Film dabei macht, ist, dass er alle paar Minuten die Geschichte aus einer anderen Perspektive zeigt. Das Ganze ist so ein bisschen fast schon wie eine Anthologie, ist das gestapelt, nur dass man halt irgendwann merkt, okay, diese ganzen Geschichten gehören zusammen. Ja, in einem Buch macht man das ja gerne, dass man demjenigen, dem man folgt, die Person vom Kapitel zu Kapitel ein bisschen wechselt, ne, damit wir nicht immer bei einem sind, damit es nicht langweilig bleibt. Aber in einem Film kann das dann teilweise verwirrend wirken. Haben die das hingekriegt, oder? Ich finde, die haben das hier tatsächlich richtig gut hingekriegt. Also ich mag die Erzählweise von dem Film tatsächlich echt gern. Das ist halt, ist halt komplett unchronologisch erzählt. Und wie gesagt, springt halt auch so immer hin und her. Und anfangs wirkt das Ganze halt dann noch so. Also die erste Hälfte des Films war ich noch so ein bisschen gelangweilt, weil ich noch nicht so ganz weiß, was jetzt wirklich das Ding sein soll, weil das ist alles noch sehr harmlos. Du hast halt die erste Geschichte ist, wie ein Grundschullehrer zu einem Jungen nach Hause geht namens Toshio, der halt nie zur Schule kommt. Und dann fällt dir plötzlich auf, das ganze Haus, das sieht irgendwie total komisch aus. Überall liegt irgendwie Kram auf dem Boden, überall ist Müll und überall sind irgendwelche Medikamente. Und dann endet im Prinzip dieses Kapitel dann schon wieder, als der Lehrer nach draußen schaut. Und im Hintergrund hast du dann diesen jungen Toshio, der dann da auf der Couch sitzt, seinen Mund ganz weit öffnet und dabei miaut. Und dann ist dieses Kapitel zu Ende. Und dann ist erstmal so, okay. Hey. aber dann direkt im zweiten Kapitel sieht man dann halt zum ersten Mal das Geistermädchen. Ich weiß jetzt ihren Namen schon gar nicht mehr. Ist es überhaupt wichtig? Ich meine, okay, ja, vielleicht schon. Du hast die Horrorfiguren brauchen immer Namen wie Freddy Krueger oder Michael Myers, ne? Ja, halbwegs wichtig. Letzten Endes ist sie halt die Protagonistin der Serie. Diese Geisterfigur, wenn man so will. Sadakos Rivalin. Ja. Kayako heißt dieser Kayako. Geist. Und hier in dem Falle, auf jeden Fall, in dem Fall ist es Kayako. Und in dieser zweiten Geschichte hast du halt eine Jugendliche, die gerade noch mit ihrer Freundin sind, die bei sich zu Hause und machen irgendwie Hausaufgaben. Und sofort natürlich, wenn die beiden unter sich sind, fangen sie natürlich an, über Jungen zu reden, wie das halt bekanntlich alle Mädchen so machen, selbstverständlich. Was, stimmt das nie? Nein. aber dann hast du halt dass sie dann die Protagonistin dieses Aktes alleine zu Hause sitzt, dann da auch Hausaufgaben macht und plötzlich miauen hört, was sie aber irgendwie beunruhigt. Dann setzt sie Kopfhörer auf, die Musik spinnt dann rum von ihrem Walkman, weil es wurde natürlich in den 2000ern gemacht, der Film. Und dann hört sie halt die ganze Zeit dieses komische Stöhnen von Kayako, dieses
so ein ganz komisches Stöhnen, was so ein bisschen krächzt, als würde man auch auf Holz treten, so ein bisschen. Und dann kommt eine Katze in ihr Zimmer und sie flüchtet panisch in ihren Wandschrank wegen irgendwie einer kleinen schwarzen Katze, was irgendwie total weird wirkt, diese Szene. Und dann schaut sie halt in ihrem Schrank nach oben, weil sie von da aus irgendwie ins Dachgeschoss gucken kann. Und da ist dann Kayako, die dann so ganz schnell auf sie angerannt kommt. Und vor sich hält dann diese Protagonistin dieses Aktes, hält dann so ihr Feuerzeug und sie merkt halt, ihr hängen Haare ins Gesicht. Und sie guckt halt dann so ganz panisch nach oben, aber sie sieht halt natürlich nicht genau vor sich, was da ist, weil es dunkel ist. Und dann drückt sie auf ihr Feuerzeug natürlich noch, anstatt wegzurennen. Und Kapitelende. Ja, also da ist schon Horrorlogik drin, ne? Horrorlogik. Ja. Dieser ganze Anfang wirkt halt, hab ich mich schon fast eher über den Film lustig gemacht, weil es echt quatschig wirkt. Aber dann hast du halt so einen gewissen Punkt, wo es dann plötzlich Klick macht, wo du dann merkst, okay, diese ganzen Geschichten gehören zusammen. Und denn später, nach noch zwei weiteren Akten oder so, springt es dann zum einen erstmal kurz in so eine Klinik, wo du dann einen hast, der eine sehr komisch zerdrehte Leiche dann untersucht, also wo halt nichts mehr ist, wo es hingehört an dieser Leiche einfach, und halt meint, sowas hat er noch nie gesehen. Und dann hast du zwei Polizisten, die sich dann darüber unterhalten, dass sie einem Grundschullehrer begegnet sind, der dazu eine Zeugenaussage gemacht hat, und dann springst du halt wieder zurück zu diesem Grundschullehrer vom Anfang, der bei diesem Jungen in diesem komischen Haus war. Und jetzt untersucht er halt dieses Haus weiter und landet dann in dem Zimmer, aus dem Kayako gesprungen ist. Und sieht da irgendwie, wird dieser Lehrer sein ganzes Leben beobachtet. Und geht dann wieder nach unten. Der Junge fängt plötzlich wieder an zu miauen. Von oben kommt die Protagonistin aus dem zweiten Akt, aber halt völlig so spinnenmäßig runtergekrabbelt auf allen Vieren, der Kopf so nach oben, so ganz fürchterlich sieht sie aus. Und dann kriegt der Lehrer noch einen Anruf von dem Vater dieser Familie, der in einer Telefonzelle steht und halt völlig blutüberlaufen ist und ihm dann halt, und diese Szene ist halt wirklich krass in der Telefonzelle, damit habe ich kein Stück gerechnet, weil er halt dann davon redet, jetzt kümmerst du dich um Tomoe, um dein Kind habe ich mich schon gekümmert, weil dem seine Frau war schwanger, das hast du am Anfang noch gesehen. Boah, und dann siehst du, wie er ein kleines Etwas in seinen Händen hält und reinsticht. Da habe ich schon erwähnt, dass ich Horror. Jetzt wissen wir. und diese Szene ist halt echt grausam, weil dann macht's halt wirklich einfach Klick in diesem ganzen Moment, wo alles zusammenkommt und du so denkst, ach du Scheiße. Und diesen letzten Akt fand ich dann halt wirklich gut. Aber der Weg dahin ist halt echt ein bisschen schwierig. Okay. So, weil das ist gut zur Vorwarnung. Dass man Geduld haben muss mit dem Geduld. Ja, man definitiv. Dass ich nur den Anfang gucke. Man muss definitiv Geduld haben. Diese ganzen einzelnen Geschichten ergeben halt in sich keinen Sinn, aber wenn es dann halt Klick macht, wenn sie dann plötzlich Sinn ergeben, ist das wesentlich interessanter. Und ich glaube, es wäre fast schon spannend, das dann noch ein zweites Mal zu gucken, um diese ganzen Hinweise zu sehen und das dann zusammen zu puzzeln. Von daher hat mir ganz gut gefallen eigentlich. Auch wenn die Schauspieler halt echt wirklich armselig sind. Also die verkaufen das halt einfach kein Stück. Okay. Ist die Struktur des Films interessant und wie es dann halt letzten Endes aufgelöst wird. Du hast halt dann noch so ein Epilog-Kapitel, der dann halt schon direkt den zweiten Teil anteasert, wo es dann um Kyoko geht, was irgendwie die Geister sehen kann und dann
hast du halt, dann geht die halt mit ihrem Bruder in dieses Haus, weil die wollen das Haus jetzt weiterverkaufen, weil das sind Makler. Und Kyoko trinkt da drin Sake und spuckt den ganz plötzlich wieder aus, weil irgendwie, wenn du in einem verfluchten Haus Sake trinkst, dann schmeckt der nicht gut oder irgendwie sowas, sagt die dann. Und versucht dann vom Kauf halt die ganze Zeit abzuraten, aber dann ruft halt der Bruder an, ja, ich habe das Haus jetzt weiterverkauft, und die Kyoko checkt dann das Haus ab und sieht dann halt im Fenster wieder dieses Mädchen stehen. Da endet der Film. Also wird es da wahrscheinlich dann, ich habe den zweiten jetzt noch nicht gesehen, aber da kann mir sehr gut vorstellen, dass da dann der zweite Film weitergeht. Ich habe aber gehört, dass halt alles nach dem ersten Film eigentlich Schrott ist. Also dass es da nur noch wie ein Paranormal Activity oder was weiß ich für andere Horrorfilme heutzutage nur noch ein Jumpscare-Festival ist, der dann nicht möglich mehr inhaltlich was zu bieten hat. Ah, ich mag ja eigentlich Horrorfilme, nur ich schaue so wenig. Ich krieg so selten die Lust auf das Ding. Es liegt vielleicht daran, dass Horrorfilme einen gewissen Spaß machen, wenn du es mit Leuten schaust, und alleine, dann fehlt ihnen ein bisschen was, ne? Vielleicht liegt's daran bei mir. Aber ich werde ihn mir mal auf meine Liste setzen, ne? Ja, ist doch nicht so lang. Also mit 70 Minuten hat man den mal schnell weggeguckt. Oh ja, 70 Minuten, das kann man vertragen. Ja, ich würde sagen, für Horrorfans, wer den noch nicht gesehen hat, den ersten Ju-On, der sollte da mal reingucken. Weil, wie gesagt, wie ich halt allgemein höre, soll das wohl das Beste von der ganzen Genre-Reihe sein. Und rein inhaltlich finde ich den jetzt nicht schlecht. Der hat auch eine Art Sequel, aber das wurde 2 Jahre vorher produziert. Also ist irgendwie weird. Also es gibt 2 Kurzfilme, die Geschichten von dem ersten Genre irgendwie fortsetzen, aber halt 1998 bereits produziert wurden. Keine Ahnung. Ja, also der ganze Kram schreit vormöhrlich nach typische japanischer Gangstergeschichte, Horrorfilm-Szenario. So eine typische Urban Legend, wie man im Englischen sagt. Und ja, in dem Sinne hattest du recht, als du am Anfang gesagt hast, dass du ein bisschen japanische Kultur reingezogen hast. Ich meine, das ist ja, würde ich jetzt sagen, nicht umsonst so groß dann irgendwie geworden, ne? Mit den, dass es schon 3 amerikanische Filme bekommen hat, wobei der 3. amerikanische Film dann auch nur auf DVD rauskam und nicht mal mehr in den Kinos. Gut. Very good. Und das war auch auf meiner Seite alles schon. Ich habe so viel zu tun in letzter Zeit, dass ich halt echt nicht dazu komme, irgendwie Anime und sonst was zu schauen. Du, das reicht ja auch. Unsere Podcasts sind sowieso viel zu lang. Ja, gut, du ja immer meckerst. Hey, Svoa! gut, was machen wir jetzt? Lassen wir den Gast mal den Vortritt. Das ist eine schöne Idee. Gast mal den Vortritt. Ja, ja. Simone, was hast denn du in letzter Zeit geschaut? Also, mir geht es ein bisschen ähnlich, dass ich in letzter Zeit eigentlich auch nicht zu wirklich irgendwie einem Punkt auf meiner Liste gekommen bin. Was ich aber tatsächlich dann doch etwas länger schon gucken wollte und dann gemacht habe, weil es mit 80 Minuten oder 90 Minuten, nee, glaube ich eher, wahrscheinlich eher 70 sogar. Also es war relativ schnell, weil es ein OVA war. Aha. Asagaoto Kase-san. Das ja wirklich eine ganz tolle, auch wieder Girl-on-Girl-Geschichte ist. Weil das hat mich so ein bisschen, deswegen wollte ich es unbedingt gucken, weil ich Gutes darüber gehört habe von Freundinnen und weil die eine der beiden Mädchen eben ein bisschen Butch ist, ein bisschen Tomboy ist. Das ist eine Sportlerin, die hat leider dafür dann doch schon eine sehr große Oberweite dafür, dass sie in der Highschool ist und Sportlerin ist. Das ist ja dann doch etwas ungewöhnlich, aber davon abgesehen ist die ganz toll und sozusagen ihre Freundin, weil die nämlich wirklich zusammen sind, ist eine kleine, süße Blondine, die natürlich öfters mal, also die hat so ein bisschen diesen Slapstick-Element, bringt die auch mit rein. Also es ist durchaus auch lustig. Und weil, es hat mich deswegen auch so gekickt, weil es nämlich einfach es ist zwar auf der Highschool und viele dieser Anime sind auf der Highschool, aber es hat auch schon die Entwicklung zum College hin. Also dann wird sie dann doch für mich mit meinen 28 Jahren dann doch nochmal etwas näher an mir dran, wenn sie anfangen, über ihre Berufswünsche zu sprechen. Ja. Und natürlich, dass wenn man gerade frisch in einer Beziehung ist und dann kann es aber sein, dass die andere Person auf ein College geht, das etwas weiter entfernt ist.
ist natürlich auch blöd. Das wird tatsächlich dann gar nicht so richtig gelöst in dem OVA, weil das im Manga, also der Manga ist etwas fortgeschrittener und eben dann auch schon auf der Universität und wird dann, also hoffentlich folgt dann auch dazu dann nochmal ein OVA, der das dann weitererzählt und dann eben auch mit schon auch quasi Nebenbuhlerinnen und also dass es halt einfach nochmal so ein bisschen mehr rausgeht von dem But We're Both Girls, was auch der erste Satz ist, aber bleibt dann gar nicht so anstrengend. Es geht dann auch nicht ums Coming Out, es geht dann darum, dass man irgendwie gemeinsam auf einen Schultrip geht und es war, hat mich sehr an Bloom Interview erinnert, weil es von der Machart ähnlich war, also von den Farben, vom Lichtspiel, von der Musik, also es ist auch schon sehr ruhig, also fand ich auch bei Bloom Interview sehr schön, dass es einfach nicht aufregend kreischend die ganze Zeit ist. Ja, ich sehe es mir gerade an. Ruhig und war eben auch lustig und manchmal dann auch eben zu schräg, aber halt eben nicht, sag ich jetzt mal, aus der Realität fallend. Und das fand ich sehr, also ich kann den wirklich nur empfehlen, der ist wirklich toll gemacht. Und einfach klar, da denkt man sich, könnte man gewisse Dinge vermeiden, wenn man einfach miteinander spricht, aber das ist ja bei Dramas immer so. Ja. dementsprechend, ich glaube, dann könnte man sich die meisten Geschichten sparen. Und dafür ist er wirklich toll gemacht, weil halt einfach, also ich fand es einfach auch so eine schöne Szene, weil die dann alle auf dem Schultrip quasi ein gemeinsames Bad nehmen, was ja eben nackt passiert und dann flippt die kleinere der beiden dann die Yui total aus und natürlich nimmt dann die Tomoko, die Butch, die größere, das dann natürlich sehr ernst, weil okay, cool, du wirst mich nicht nackt sehen. Und das ist halt wirklich schön gemacht und mit der Nervosität, wenn man dann zum ersten Mal miteinander telefoniert, also es war wirklich schön. Und ja, ich hoffe wirklich, dass sie da die Fortsetzung dazu auch dann nochmal animieren werden. Das hört sich nach so einem Wohlfühlding an. Ich sehe es mir gerade an von der Optik. Das ist ja Wasserfarben und sehr viel Weiß. So eine Mischung aus überbelichtet und Skizze vom Designmäßigen her. Besonders von den Hintergründen. Das ist also leicht und angenehm anzuschauen dann auch. Und ich sehe, der Manga, da hat sich der Autor oder Autorin Zeit gelassen. Innerhalb von 7 Jahren sind nur 5 Bände rausgekommen. Aber es gilt als abgeschlossen, zumindest der erste Manga. Das ist richtig, das stimmt. Dementsprechend ist halt dann wieder die Frage, ob es da tatsächlich dann irgendwie noch weitergeht, aber es kommt wohl sehr gut auch an. Also man sagt ja, also wenn es so ein Herzensprojekt zu sein scheint, dann kann es ja wirklich sein, dass man nochmal irgendwie in irgendeiner Form was macht. Also ich hoffe es auf jeden Fall. Die ist auf jeden Fall ein Nachfolger-Manga, ist derselbe Autor am Rumzeichnen. Das ist in Arbeit, so wie es aussieht. Ja, es ist ein etwas anthologischer aufgezogen, dieser Manga, wenn man so will. Also, dass es so immer einzelne kleine Teile gibt aus deren Leben, die dann die dann halt rauskommen, so als Manga. Okay, es ist also nicht unbedingt ein roter Faden, sondern es ist so ein so ein Flickwerk. Und das halt hier animiert wurde, ist halt der erste oder zweite Arc mit Kaze Sun and Morning Glories. Ich glaube so ein bisschen der zweite, also es gibt noch so ein quasi eben so ein Vorgeplänkel, das aber ganz kurz ist, also animiert. Und muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich dann auch erst danach geguckt, weil ich mir dann auch dachte, ich finde es halt einfach auch mal schön, nicht die Kennenlern-Story zu gucken, also wirklich mal einzusteigen, wenn schon alles etabliert ist. Also ich könnte, so finde ich das auch, glaube ich, bei Bloom Interview auch so schön, dass man auch mal da hat man ja auch ein etabliertes Butch-Farm-Pairing, einfach, dass man wirklich mal so diese Beziehungen nicht immer nur am Anfang erlebt im Verlieben, sondern wirklich einfach in Action. Das finde ich halt einfach viel schöner. Es ist halt so ein Ding, was sehr ähnlich irgendwie auch zu Superheldenfilmen schon fast ist, wo die Leute davon genervt sind, immer in Superhelden-Entstehungsgeschichten zu sehen und einfach mal die Helden in Action sehen zu wollen. Aber genauso geht es mir auch bei Romanzen, muss ich auch sagen. Ich würde auch lieber mehr die Beziehung statt das Zusammenkommen. Also das heißt, bei den meisten Romanzen richten sich halt ein leicht jüngeres Publikum und da ist halt der Weg bis zum Zusammenkommen immer nur der Vordergrund. Und dann musst du dich halt an Zeugs fürs ältere Publikum richten, aber dann hast du meistens dann eher schon so Jose-Geschichten. Ne? Ja. Und ich weiß gar nicht, besonders im Bereich Judy
wüsste ich jetzt gar nicht, ob es wirklich da was gibt, das mit Leuten spielt, die im Berufsalltag zum Beispiel sind. Ich würde jetzt keins kennen. Also animiert würde mir jetzt auch tatsächlich nichts einfallen. Also da hast du natürlich immer mal vielleicht Nebencharaktere, aber wirklich als Hauptfiguren. Hm. Also es gibt schon durchaus Manga, die eben auch so in einem Bürosetting spielen, aber halt nicht animiert. Und das ist dann so ein bisschen schon auch schade. Naja, aber es ist natürlich auch sehr angenehm, den jungen Mädels zuzuschauen beim Rumbringen mit ihren ganzen. Ach Gott, seid ihr alle hübsch. Ihr seid alle so precious. Danke. Jetzt eine Frage. Die Figur, die generell die Männerrolle in Anführungszeichen bei Yuri Anime hat, die hat zwar ein paar männliche Züge, in Anführungszeichen männlich, aber im Endeffekt ist es ja meistens immer noch eine sehr weiblich charakterisierte Figur. Es ist nicht das, was man so als boyish im Japanischen bezeichnen würde, oder? Die Sorte von Mädel, das eigentlich im Endeffekt ein Ehrenjunge ist, der eigentlich nicht mit den Mädels abhängt, sondern immer nur mit den Jungs. Das ist es ja nicht unbedingt. Das ist nicht dasselbe, ne? Ehrenjunge, finde ich, ist ein schöner Ausdruck. Also meinst du jetzt so grundsätzlich oder meinst du jetzt in dem OVA? Grundsätzlich auch. In der OVA sehe ich das ja auch so. Sie ist zwar, sie hat ein bisschen kürzere Haare und sie ist sportlich aktiv, aber sie ist sowas von girly. Also die ist sowas von Mädel. Da ist nichts zu sagen. Ich meine jetzt aber wirklich, generell im Yuri findet man das eigentlich weniger, so gut wie gar nicht, das Mädel, das man auf den ersten Blick auch als Junge übersehen hätte. Das ist so ein bisschen, was mich, ich bin im Prinzip, ist das meine Mission. Ich bin da auf der Suche. Ich bin immer auf der Suche nach wirklichen Butches. Und du hast, also zum Beispiel, das ist eigentlich ganz schön bei Refuse Starlight, da ist eben die Futaba, das ist definitiv eben so eine richtige Butch und da hast du natürlich eben Haruka von Sailor Moon. Und dann wird es halt wirklich schon langsam wirklich dünn einfach. Und selbst wenn du Figuren hast, wo du sagst, yes, jetzt passt vielleicht auch alles, also das war auch bei Kira Kira so mit der Akira, dann haben sie wieder irgendwie ihre Motorräder, dann sind sie wirklich gekleidet wie ein Junge, sie werden ständig damit verwechselt, was ja tatsächlich einfach Butches passiert. Wirklich einfach auch aus der Frauentoilette rausgeprügelt wird. Also da kenne ich wirklich genug Mädchen. aber dann machen die Japaner meistens, und das haben sie zum Glück bei der Anime Haruka nie gemacht, aber dann machen sie meistens irgendwas, wo du sagst, oh, aber eine Butch würde niemals ein Kleid anziehen. Und das ist aber, da sind sie dann doch auf einmal wieder flexibler. Also ich bin mir dann immer nicht, bei den Japanern einfach immer nicht sicher, warum letztlich. Also ist es sozusagen ein, es ist ein Kampf. Es ist ein Kampf zwischen dem Stereotyp, das man ausfüllt, um die Leute anzulocken und um sozusagen seine Charaktermenge irgendwie aufzustocken, damit es attraktiver wird für den Leser. Ja. Und das in irgendeiner Weise mit Tiefgang zu versehen oder mit Realität zu Zusammenhang. Ne? Das manchmal funktioniert es, aber seltener funktionieren dann bestimmte Bereiche. Bestimmte Bereiche funktionieren gar nicht. Ich kann mich nämlich erinnern, dass in den 80er Jahren das Mädel, das als Junge übersehen werden könnte, viel beliebter war. Ja. Jetzt nicht im Yuri-Bereich, sondern eher für Hetero-Sachen. Ja. Aber im Moment sehe ich das irgendwie weniger. Ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen ausgestorben ist. Ja, es betrifft auch so ein bisschen Realserien. Also ich merke es halt, dass es eben für Butch-Mädchen oder Frauen halt grundsätzlich so eine fehlende Identifikationsfigur in allen Medien ein bisschen gibt, was sehr bedauert wird an der Front. Aber immer wenn sie halt jemanden finden, wird denen dann halt irgendwie das Herz gebrochen, weil es halt nicht komplett durchgezogen wird. Und ich weiß nicht, ob das ein bisschen daran an der Komplexität liegt, woran auch die Macher scheitern oder halt auch am Rest des Publikums. Also ich hatte ja jetzt in meinem aktuellen Buch habe ich ja eben auch eine Butch-Figur und dann wurde mir auch vorgeworfen, ja, aber die ist ja überhaupt nicht Butch, die sieht ja nur so aus. Also ja, aber die ist halt einfach auch sanft und die braucht ja deswegen nicht die ganze Zeit irgendwie an einem Motorrad rumzuschrauben, sondern das ist halt ein gewisses Bild, wie diese Mädchen und Frauen sind und deswegen kann die aber trotzdem ja Gefühle haben. Aber es gibt trotzdem Dinge, die sie nie machen würde, eben zum Beispiel ein Kleid anziehen. Und es ist halt, wahrscheinlich ist es dann einfach für das Publikum auch manchmal, die dann sich eben nicht wirklich hundertprozentig damit identifizieren können, vielleicht auch nochmal schwieriger. Und die will man halt nicht verkraulen, die Mehrheit, ne? Und dann passieren halt dann solche Dinge, ne? Ja, muss auch sagen, die Sorte von Charaktere sind auch nicht wirklich so beliebt in allen Medien.
Aber ich hatte irgendwie gedacht, dass es mehr gab. Hat jemand von euch schon mal Rune Soldier gesehen? Diese ältere Fantasy-Serie, die kam auch in Deutschland raus. Hab ich nicht gesehen. Einer von den Hauptcharakteren ist so ein Kriegermädel. Und die ist, die hat fast schon so eine Figur wie die Zarya aus Overwatch. Also die okay. ist ein wandelnder Muskelhaufen. Nice. Hm. Und die ziehen das die ganze Serie voll durch. Tell me more. Und die ist auch in der. Aber das Problem ist, da ist es natürlich auch nur ein Nebencharakter. Ne? Und das ist eine Fantasy-Serie, da geht es um andere Dinge, da geht es um Abenteuer und Spaß haben und nicht um irgendwelche Romantikkram oder wie du gesellschaftlich da stehst. Ich meine, bisher auch überhaupt nichts. Hat jetzt dieser heutigen Welt nichts zu tun. Die kämpfen gegen irgendwelche Dämonen und so und rauben alte Schlösser und Kellergewölbe aus. Das ist ja nichts anderes. Ne? Im Endeffekt, ja, überall könnte man noch was irgendwie hinzufügen. Vielleicht sollte man aber auch glücklich sein, dass es überhaupt so viel Auswahlmöglichkeiten in der japanischen Animations- und Unterhaltungswelt gibt. Ne? Ja, also ich möchte mir ja immer nicht zu sehr beschweren, weil wenn man ja vergleicht, was man in Japan konsumieren kann und es dann vergleicht mit was zum Beispiel eben also Deutschland zum Beispiel herstellt im Medienbereich, dann denke ich mir so, mein Gott, dann ist ja Japan das Land, in dem Milch und Honig fließt für Lesben, weil halt aus Deutschland ungefähr, ich sage jetzt mal platt, gar nichts kommt. Also natürlich gibt es einige sehr gute Autorinnen und so, aber es gibt die ein oder andere ZDF-Serie mit einer Nebenfigur, aber halt eben, wenn man es wirklich vergleicht, bietet Japan ja dann wirklich doch noch genug Raum. Und man wird ja dann doch noch irgendwie, man findet ja trotzdem immer noch seinen einen Charakter, mit dem man wirklich sehr glücklich ist und vielleicht machen wir es ja sogar mehr. Also dementsprechend, ich will mich gar nicht zu sehr beschweren, aber meine Mission bleibt bestehen und Also ich wünsch mir ein bisschen mehr coole weibliche Figuren. Ja. Im Sinne von wegen nicht unbedingt eine, die so wie einfach eine weibliche Version von Stallone aussieht mit Muckis oder Ende. Oder die wirklich aussieht wie ein Kerl und der man es nur sehen kann, wenn sie die Hose runterzieht. Nee, ich wünsche mir eher so wie Hardcore aus Sailor Moon ist schon ein relativ gutes Beispiel. Ja. Ne? So eine coole Lady, die daherkommen könnte im Anzug und wirklich einen reißen könnte von der Atmosphäre und wie sie auftritt, die gibt's leider nicht so allzu viel. Ne? Ich meine, es gibt eine ganze Menge Mädels, die immer noch eine Menge Feuerkraft haben, im Sinne von wegen Actionhelden sind. Aber ich habe auch immer das Gefühl, dass es nicht so viel sind wie damals. Vielleicht bin ich da irgendwie einfach nur festgehangen in meiner kleinen Horizont. Aber irgendwie könnte ich gern mehr davon haben, bitte. Ja, also zum Beispiel eine Serie, die ich auch sehr, sehr liebe, ist ja zum Beispiel Bubblegum Crisis. Ja! Und sowas, das wird ja nicht mehr produziert. Also wirklich, es gab so eine Zeit, da gab es ja nur solche Serien. Und das waren wirklich nur starke Frauen und das anscheinend, ich weiß nicht, warum das spezielle Genre jetzt gerade nicht mehr bedient wird. Also hat das da wirklich keinen Markt? Weil ich denke mir, du findest auch tatsächlich in Japan keinerlei Merchandise für Bubblegum Crisis. Also wenn ich da was suche, wird es wirklich tough. Das ist zu alt. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Das ist eine komplett vergangene Ära. Da ist nichts mehr übrig. Aber na klar, ich bin ein gigantischer Fan von so einem Zeugs, aber ich stelle mir auch immer vor, auch wenn es wahrscheinlich nur meine eigene Kurzsichtigkeit ist, heutzutage würde das doch mit hundertprozentiger Sicherheit funktionieren. Es ist eine Gruppe von vier bildhübschen Mädels, die in Iron-mäßige Anzüge steigen und durchgedrehte Cyborgs über den Haufen kicken. Wer will das nicht sehen? Ja. Ich will es sehen. Aber echt, ey. Naja. Oh. Ich bin im Hintergrund, während ihr geredet habt, die aktuelle Season durchgegangen, um halt zu gucken, ob da irgendwie was Tomboy oder Butch-mäßiges an Figuren überhaupt in dieser Season dabei ist. Aber da finde ich zum Beispiel gar nichts in den ganzen Anime. Ja, es ist. Ich danke dir für deinen Aufwand. ich meine wirklich nicht, ich glaube wirklich nicht, dass das nur mein Eindruck ist. Es ist wirklich ein bisschen dünner gesät. Mhm. Ne? Ja. Ein Charaktertyp, der da halt. Eigentlich, der da so fast schon ein Standard, Ersatzstandard ist schon dieses Tomboy-Mädel, was aber dann eher einen auf Prinz macht. So. Okay.
Also da gibt es ja in Bang Dream gibt es da einen so einen Mädel. Oder was war diese eine beliebte Shoto-Serie? Nozaki-kun. Gibt's ja auch das eine Mädel. Mhm. Nozaki-kun war cool. Das war lustig, die Serie. Simone, hast du noch irgendetwas, über das du reden möchtest gerade? Also zuletzt gesehen nicht. Nee, okay. Dann würde ich mal vorschlagen, dass wir eine kurze Pause machen. Jo. Gerne. Ja. Dann sehen wir uns gleich wieder. Nein, hören. Hören wir uns gleich wieder, genau. Korrekt. Die Leute sehen uns nicht. Bis gleich. Bis gleich. Willkommen zurück zum 120. Anime Slam Podcast. Matze, du bist an der Reihe. Yo. Was hast du in letzter Zeit so geschaut? Oh, ich hab es mal wieder zurückgekrochen, bin ich, zu Gundam. Nachdem ich eine Weile Pause gemacht habe. Ja, es ist für mich, ich finde Gundam oft sehr, sehr anstrengend. Ich kann mich einfach nicht dazu durchringen, es als gut zu bezeichnen. Schaust jede Staffel und magst es dennoch nicht. Es ist auf jeden Fall gut genug und es hat halt seine Momente, ne, wo es absolut umwerfend ist und nicht vergleichbar mit allem anderen, was in der Geschichte des Animes produziert wurde. Aber das Problem ist, die meisten Gundam-Serien haben halt so ein gigantisches Auf und Ab, ne? Oder beziehungsweise die haben so viel Rotzschlechtes oder so viel, was mir total gegen den Kicker geht, dabei zusätzlich zu dem guten Zeugs, dass ich's meistens nicht ertrage. Die letzte Serie, die ich versucht habe, Victory Gundam, die ging mir dann so auf den Keks. Ich hab's weggeschmissen. Ich war schon 20 Episoden drin und hab mir gedacht, ich kann nicht mehr. Der Scheiß ist nur noch eine Qual. Also tschüss, auf Wiedersehen. Ich hab danach noch gelesen, dass angeblich zu Victory Gundam der Regisseur, der Tomino, der Erfinder von Gundam, irgendwie unter Depressionen litt und seinen Frust an der Serie abgearbeitet hat. Und das hat man auch irgendwie gemerkt, ja. Da kommt einfach eine Gruppe von neuen Charakteren dazu, ne? Und das ist alles interessant. Oder wie? Oder was ist? Wann kommt die? Also, wenn du sagst, es kommt eine Gruppe von neuen Charakteren, meinst du damit die Gruppe, um die es in der Serie geht? Oder nein. Ist das irgendwann drin? Nee, die Leute in der Serie erleben ihre Abenteuer, werden von dem Militär gejagt, bla bla bla, so wie es bei Gundam halt ist. Und dann kriegen sie Verstärkung von einer Gruppe von neuen Charakteren, also guten, die unsere Leute unterstützen soll. Das sind Spezialpilotengruppe aus Mädels und die sind nur eingefügt worden, um sie oft in den darauffolgenden Episoden eine nach den anderen so grausam wie möglich abzuschlachten. Das ist der einzige Grund, warum die da hergekommen sind. Der tut nur seinen Frust ablassen, indem er Charaktere den Leuten dann schmackhaft macht und dann sie grausam umbringt. Und es funktioniert gar nicht mehr, das zu rechtfertigen mit der Antikriegs-Nachricht und Message von dem Gerät. Das ist einfach nur noch Abarbeitung. Das ist einfach nur noch Edge Deluxe. Das ist einfach nur Provokation für Provokation. Und es ging mir so auf den Sack, da habe ich die Serie weggekitscht. Nee, die gucke ich nicht zu Ende. Und danach habe ich eine Weile Pause gemacht, weil Gundam mir auf den Sack gegangen ist. Okay. Ja, ich habe die Serie nicht nur deswegen gekitscht, da war so viel dran, das mich gestört hat. Es war so, nee. Ich habe aber jetzt wieder was angefangen. Und zwar eine von den Alternativ-Universums-Serien im Gundam, die also nicht auf der Original-Storyline basieren. Hm. After War Gundam X nennt sich der Kram. After War. Und zwar, der ist relativ zeitgleich, beziehungsweise etwas später, als Gundam Wing gelaufen. Hm. Und ich habe so das Gefühl, dass der in dem Schatten von Gundam Wing etwas untergegangen ist. Denn die Serie wurde auch vorzeitig abgesetzt. Oh. Die ist 39 Episoden gelaufen, obwohl sie auf die vollen 52 ausgelegt war. RIP. Hm. Ich bin aber nicht unbedingt der Meinung, dass sie das verdient hat. Ich bin jetzt etwa so 14 Episoden lang drin. Ein Drittel habe ich also nieder. Und es gefällt mir weitaus besser als die letzte Gundam-Serie, die ich geschaut habe, als Victory Gundam. Weitaus besser. Dann weihen wir uns ein. Worum geht's? Ja. Und zwar, es ist, man nimmt das Standardschema von Gundam. Die Leute ziehen in den Weltraum raus, haben überall massenweise Kolonien, sodass mittlerweile mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung im Weltall lebt und nicht auf der Erde. Und es kommt zum Krieg zwischen den beiden Parteien, das Übliche. Ne? Also
Unabhängigkeit der Kolonien, unterschiedliche Philosophien etc. Hier ist es halt so, darauf wird sich nicht lange versteift, sondern es ist einfach nur, was wäre, wenn der Krieg im Desaster geendet wäre? Im Sinne von wegen, die Erdföderation hat eigentlich gewonnen, aber im Zuge ist die ganze Erde zu einem apokalyptischen Endzeitland geworden, weil die Leute, die Kolonienmenschen von oben haben halt massenweise leere Koloniezylinder einfach auf die Erde geschmissen und bumm, es ist alles hinüber, so ziemlich. Großteil der Erdbevölkerung ist putt und was übrig ist, sind größtenteils Überbleibsel, alte Militärs, Kriegsherren und sonst was, die einfach sich um die Reste kloppen. Und der Hauptcharakter ist so ein Junge, der sich durchschlägt. Das ist ganz anders als die meisten Gundam-Protagonisten. Ist es nicht so ein weinerlicher kleiner Teenie, sondern eher einer so ein bisschen Han Solo-mäßiger Charakter, weißt du? So ein Gauner, so ein kleines Schlitzohr. Ja. Und der bekommt den Auftrag, so ein Mädel zu retten, das von so Banditen entführt wurde. So, also fast eigentlich kann man sie Piraten nennen, ne? Die haben so ein Schiff, so eins, das über Land schweben kann, und die verdienen sich hauptsächlich ihre Sachen, indem sie alte Militärstützpunkte auseinandernehmen. Das ist so eine Mischung aus Aasgeier und Bandit und Pirat. Die sind da ziemlich weit verbreitet, weil klar, es ist Postapokalypse. Und dann versucht die dort zu retten. Schafft es auch, weil der Kerl ist gar nicht so schlecht. Der ist clever und der ist ziemlich ressourcenhaft. Aber es stellt sich heraus, sein Auftraggeber war ja eigentlich das Arschloch. Und die Piraten hatten das Mädel im Schutz vor dem. Dann geht er mit ihr auf die Flucht. Und die finden dabei einen alten Gundam auf dem Krieg. Und setzen sich zur Wehr. Und tritt dann später bei den Piraten bei, um denen zu helfen. Besonders, weil er sich, hauptsächlich, weil er sich in das Mädel total verguckt hat. Natürlich. Also es ist nicht so im Sinne von wegen, er ist einer für das Gute und für die Gerechtigkeit. Nein, nein, ich will einfach nur in der Nähe von dem Mädel bleiben, weil die ist absolut entzückend. Grund und, genug. Ja. Und das Typische bei der Gundam-Masche sind ja die New Type. Im Sinne von Endeffekt so ähnlich wie Jedis. Menschen, die so ein erweitertes Bewusstsein haben, die fast schon was wie Telepathie besitzen. Ja. Und während des Krieges sind so ziemlich alle davon gestorben. Und die, die nicht gestorben sind, die sind nicht mehr wirklich, die sind von traumatischen Stresssyndrom und allen möglichen Sachen geplagt oder können ihre Fähigkeiten nicht mehr benutzen, jetzt wo sie älter sind. Also da ist nichts mehr. Und sie ist eine der ersten natürlich geborenen New Types. Natürlich ist sie dazu in der Lage, eine ganze Menge dann zu spüren. Und das macht sie aber so ein bisschen mehr verschlossenen Charakter. So ein kleines bisschen in ihrer Entwicklung gehemmt. Also sie ist ein kleines bisschen kindlicher, als es ihr Alter so einen überbringen mag. Und ja, im Endeffekt haben die so eine richtig lustige kleine Chemie, die zwei, Hauptcharakter und das Mädel. Und auch die Chemie zwischen Hauptcharakter und den Leuten ist irgendwie besser gemacht als in anderen Gundam-Serien. Bei anderen Gundam-Serien ist es eigentlich immer so, dass der Kindsoldat, der Teenager, nicht mit den Situationen umgehen kann und einfach sich dann wie ein Wahnsinniger daneben benimmt. Relativ realistisch. Relativ realistisch und auch relativ gut in seiner Kritikform. Halt oft in den alten Gundam-Serien ist es so, dass er halt dann sich sehr, sehr nervig benimmt. Wirklich sehr, sehr nervig, wie Teenager das halt machen können. Ja. Es ist nicht so, als ob der hier nicht auch seine Szenen hätte, der Hauptcharakter, wo er sich nervig benimmt. Aber es ist viel besser, meiner Meinung nach, nachvollziehbar, was er tut und warum er es tut. Zum Beispiel, eine wichtige Szene am Anfang ist, er baut Kacke, er baut Scheiße. Und was ein wichtige Ausrüstung von dem Schiff geht dabei zu Bruch. Aber der Captain bestraft ihn nicht unbedingt, sondern er mahnt ihn nur und lässt ihn dann wieder gehen. Das war im Endeffekt genau das Falsche bei diesem Typ und seinem Charakter, weißt du? Dieser vollkommen selbstständige, ich löffel meine eigene Suppe aus, wenn ich mir was eingebrockt habe, Typ. Also geht er auf eigene Faust los, um für die Leute was Wertvolles zu sammeln aus einem äußerst gefährlichen, kurz vorm Explodieren stehenden nuklearen Reaktor. Und ihr könnt euch vorstellen, das läuft nicht besonders gut. Besonders, weil der Captain dann geht, um ihn zu retten und dabei verletzt wird. Und die ganze Crew auf ihn sauer ist. Und dann, er denkt sich natürlich,
ich kann das nicht. Ich kann irgendwie nicht mit Leuten arbeiten. Ich bin einer, der nur allein kann und macht einen Abflug. Will seinen Gundam schon verkaufen und will sich wieder vollkommen allein durchschlagen. Ja, aber so wie es will, geraten die anderen in Gefahr und er hat halt seine Gelegenheit zurückzukommen und sie zu retten, ne, damit er nicht dasteht wie der letzte Dab, ne? Und die anderen auch so dann als Reaktion. Der hat nur darauf gewartet, auf den richtigen Augenblick zurückzukommen. Mhm. Damit er sich da so wieder herkriechen muss. Also ist wunderbar, also ist ein toll, das sind Charaktere, wo man das nachvollziehen kann, dass sie ihren Stolz haben und ihre Eigenarten und ihre Knicks. Und es ist nicht so nervig wie bei anderen Gundam-Serien. Also das ist ein gigantisches Plus. Für mich ist es ein Riesenplus. Also das ist eine der schwersten Sachen für mich, bei Gundam durchzustehen. Und da, da fällt mir gerade so auf, dass ich in Gundam-Serien, die ich bisher gesehen habe, auch eigentlich eher nur die geschaut habe mit den starken Protagonisten. Also, also ich meine, Blooded Orphans hat ja die absoluten Badass-Kinder als Protagonisten. Yeah. Die sind nur, die sind Badass, die brauchen nicht irgendwie umsorgt werden. Nee. Und LMS-Team hat ja auch eher einen starken Protagonisten, der seinen eigenen Kopf durchsetzt. Mhm. Da hast du noch nicht wirklich das wahre Wesen von Gundam gesehen. Nee, aber an Gundam X gibt's eine ganze Menge, das mir gefällt. Die Serie hat halt auch das Setting gefällt mir. Was wäre, wenn wir in der Postapokalypse wären? Weil die Chancen, dass der Krieg so ausgeartet sind, die waren im Gundam immer da. Es ist also eine clevere und ziemlich logische Weiterführung von der Idee von Gundam. Extrapolation. Genau, das wollte ich benutzen, aber es ist Meine Zunge schafft es nicht. Es ist also clever. Das ist eine clevere Angelegenheit. Aber ich muss dazu sagen, muss man auch ehrlich sein, rein von der Qualität, so objektiv gesehen wie möglich, ist die Serie nicht so Bombe. Die Serie hat zwar nicht so Schwankungen wie andere Gundam-Serien, bleibt sehr schön auf seinem Niveau, aber dafür ist das Niveau auch nicht so super mega Bombe, sondern eher solide. Ist gut. Aber ist nicht unbedingt eines, wo ich sagen müsste, das ist die beste Gundam-Serie. Ist in Ordnung, aber ist wenigstens durchgehend in Ordnung, meinst du? Ja, es ist eine der angenehmsten Gundam-Serien zum Schauen. Also, gutes Drehbuch, gut geschrieben, die Serienstruktur und die Episodenstruktur, es funktioniert einfach alles gut. Und ich habe es zwar noch nicht zu Ende gesehen, aber viele Fans und viele Kritiker loben die Serie dafür, wie die es geschafft haben, das zu Ende zu bringen, obwohl es gekürzt wurde. Also freue ich mich darauf, besonders weil es auch nicht so ewig lang ist. Ja, 39 Episoden sind immer noch mehr als heutzutage die meisten Anime haben. Ja, es ist schon ein Brocken, ja. Aber das kriege ich, glaube ich, noch hin. Und da, ich habe wenigstens auch einen Grund weiterzuschauen. Es macht nämlich Spaß. Das lässt mich gerade daran denken, dass letztens irgendwie eine Umfrage bei irgendeinem japanischen Fernsehsender oder irgendeiner großen japanischen Website oder so war, wo sie gewotet haben, was die schlechtesten Sequels sind. Okay. Also, wo die erste Staffel noch gut war und dann halt die zweite Staffel nicht mehr so prall und da war die zweite Staffel von Blooded Orphans auf Platz 8. Muss ich echt mal weitergucken. Ja. Ich hab immer noch nicht die zweite gesehen. Eine Menge Leute haben an der zweiten ein bisschen Narren gefressen. Es liegt auch daran, dass angeblich die Qualität der Animationen in der zweiten Staffel sehr fluktuierend sind. Da sind einige Episoden dabei, wo einfach nur gespart wurde ohne Ende und es sieht schrecklich aus. Okay. Ja. Ich finde es interessant, weil wenn ich so auf meine Anime-List zum Beispiel gehe, dann hat da das noch eine höhere Wertung als die erste Staffel. Ich meine, klar, ne, Fans, die erste Staffel nicht mochten, werden dann der zweiten erst gar keine Chance geben und deswegen gehen da weniger schlechte Bewertungen ein. Aber hier ist es halt nicht so auffällig, dass irgendwie die zweite Staffel schlechter wäre. Ich meine, bei vielen Serien kriegt man das dann ja mit irgendwie. Altmar Zero hat die zweite Staffel eine schlechtere Bewertung online. Ja. Tokyo Ghoul hat die zweite Staffel eine schlechtere Bewertung online. Aber hier sehe ich das gar nicht. Ich habe eine Theorie, bei der ich ziemlich mir sicher bin. Und zwar, ich glaube, die erste Staffel hat mit ihrer Qualität Erwartungen geweckt, die einfach nicht von der zweiten Staffel erfüllt oder übertroffen wurden. Und dann gab es einfach den Aufschrei im Sinn von wegen, ihr habt uns angefüttert mit, dass es eine so gute Serie war, und dann hat das nicht durchgezogen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es so etwas ist in der Richtung. Ich sehe auch gerade, dass Okada Mari die zweite Staffel gar nicht mehr geschrieben hat, dann nur die erste. Schade. Da könnte natürlich auch was dran liegen. Ja. Muss ich auch dazu sagen, dass ich die zweite Staffel noch nicht zu Ende geguckt habe. Ja, ich habe sie auch nur damals angefangen, als sie halt lief, aber dann
Nie irgendwie mal weitergeschaut. Manchmal ist es echt schwer. Ich versuche immer up-to-date zu bleiben, was Anime angeht. Oh. Ich habe natürlich aus der neuen Staffel auch noch ein paar Sachen angefangen, mir anzuschauen. Was denn Schönes? Natürlich Schrott. Ah, das ist immer gut. Man muss immer wieder mal was nicht so Gutes schauen, damit man sein Verständnis, wie alle Animes sich so irgendwie einreihen in das Gut- bis Schlecht-Spektrum, nicht verliert. Hm. Und ich habe dann Wise Man's Grandchild mir geschaut. Natürlich eine Isekai-Serie, weil muss ja immer in jeder Saison eine geben. Und über den Manga haben wir schon mal gesprochen auf dem Podcast, ne? Haben wir? Ja, ich glaube, wir hatten den auf jeden Fall schon mal dabei. Kann ich mich zumindest nicht dran erinnern. Ja. Das macht eigentlich nicht viel anders als andere Parallelwelt-Fantasy-Serien. Hauptcharakter stirbt in unserer modernen und wird wiedergeboren in einer Fantasy-Welt, ne? Mensch, das habe ich noch nie gehört. Das hast du noch nie gehört, ne? So ganz neu. Völlig innovativ. Auf jeden Fall, er behält seinen Wissensstand, aber nicht unbedingt seine Erinnerung. Also er kann sich nicht an sein früheres Leben wirklich erinnern. Aber er weiß unglaublich viel, was er in seinem früheren Leben gelernt hat. Das ist diese typische Idee, jemand, der in unserer Welt leben würde, der schon mit der Zeitung so viel Informationen einsaugt oder mit den Nachrichten, wie Leute im Mittelalter über 10 Jahren überhaupt nur mitbekommen hätten, der hat einen Riesenvorteil. Und den hat er auch. Der ist natürlich von Kind auf an, hat er einen Geist, der aufgeweckt ist wie der eines Erwachsenen. Und der versteht Grundlagen von Physik und Chemie und anderer Technologie und wissenschaftlichen Fortschritt, von denen die Leute in der Welt noch nie was gehört haben oder überhaupt noch keine Vorstellung von also haben. Also Tanja. Ja, im Endeffekt Tanja. Aber auf die lustige Art und Weise angestellt. Tanja war auch recht lustig in ihrer boshaften Art. Ja, Tanja war unterhaltsam, weil ich weiß nicht, ob ich da als lustig denken will, außer der Sadist in dir kommt raus. Ja, manchmal muss. Auf jeden Fall, wird er adoptiert von zwei Leuten, die in der Welt als Helden gelten. Deswegen ist es der Enkelsohn vom Weisen, weil es ein großer Magier in der Welt ist. Aber der hat die ratzfatz überholt mit seinen Fähigkeiten. Wenn der 10 Jahre alt schon ist, macht er Zeugs, von dem die noch niemals geträumt haben. Die zwei, also das ehemalige Heldenpärchen, die Frau und der Mann. Mhm. Und ich finde es lustig. Er entwickelt dauernd irgendwelche Sachen, die, wenn es rauskommen würde, dass das irgendwo jemand gemacht hätte, die gesamte Struktur der Welt auf den Kopf stellen würde, was Technologie und Magie angeht. Ne? Und die sind immer dann hinterher, wie machst du wieder so einen Scheiß? Wenn das irgendjemand mitbekommt, dann dreht die ganze Welt durch und so alles Mögliche. Und um ihn irgendwie unter Kontrolle zu halten, schicken sie auf der Schule, auf eine magische Akademie. Das funktioniert nicht so ganz gut, ne? Wie ihr euch denken könnt. Es ist im Endeffekt, verwandelt sich so eine Art von Isekai Harry Potter mäßigen Schema. Und ja, das kommt natürlich dann ziemlich schnell raus, dass er der absolute Killer in allem ist und eine ganze Armee alleine platt machen könnte. Und er ist auch, ohne es zu wissen, ist er Freunde mit dem Königshaus und mit dem König des Landes. Das ist einfach für ihn nur der Onkel, weil niemand in 15 Jahren daran gedacht hat, ihm zu sagen, dass er der König ist. Ne? Der König hatte einfach seinen Spaß, dass irgendjemand mal irgendwie einen normalen Menschen behandelt. Und lauter so Scheiß. Es ist also, die Power-Fantasy ist real. Und sie ist total. Das ist eine absolute Power-Fantasy, ja. Ich muss sagen, was Ideen angeht, ist dieses Ding relativ unterhaltsam. Und zwar, dass sie das natürlich dann rauskriegen und die ganzen Jungs und Mädels, die sich um ihn scharen, dass sie dann sofort eine AG gründen für ultimative Magie, dass er ihnen beibringt, wie er das macht. Und machen sie auch noch an ihrer Harry Potter Magier-Schule, machen sie auch noch AGs und Clubs und so. Ja, natürlich. Wir sind hier in einer japanischen Serie. Ne? Oh Gott. Und die werden dann ratzfatz so stark, dass sie sämtliche Militärmagier alt aussehen lassen, obwohl sie noch in der Schule rumspringen, die 15-, 16-Jährigen. Und ja, klar, es geht immer weiter. Natürlich braucht man einen Gegner und der kommt dann auch wirklich. Dämonisierte Menschen und Magier treten auf, weil so der Hauptcharakter, der böse Fuzzi, ist tatsächlich ein halbwegs interessanter. Und der liegt erstmal gleich das Nachbarland in Schutt und Asche
Und das ist auch der Grund, warum er überhaupt die Erlaubnis bekommt, seine ganzen Schulkameraden auszubilden. Weil sonst das Königshaus und das Militär würde dem nicht das erlauben, hier auf einmal eine Macht auszubilden, die die ganze Welt übernehmen könnte, wenn nicht im Nachbarland auf einmal eine riesen Dämonenarmee rumspringen würde. Also eigentlich von der Idee ist alles ganz gut gemacht. Hier ist das große Problem. Es ist schrecklichst geschrieben. Das, nice. Das Drehbuch ist aus der untersten Schublade der Fanfiction-Qualität rauszuholen. Ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Original-Light-Novel nicht wirklich viel besser geschrieben ist. Aber besonders die Romanze in dem Ding ist ein solcher Haufen Kitsch. Also richtig zum Kotzen, muss ich sagen. Das ist absolut nichts. Ja, so ein schöner Klappentext. Richtig zum Kotzen. Anscheinend wurde das Ganze auch nur online publiziert, also auch auf so einer Fanfiction-Seite im Japanischen so. Ja. Ah. Also das hat keine, also zumindest anfangs noch keine Lektoren drüber geschaut, ne? Noch keine Lektoren drüber geschaut und auch noch nicht so serialisiert halt, nicht so in Buchform erschienen. Ja. Das muss ja nichts heißen unbedingt für die Qualität. Ich meine, Overlord hat genauso angefangen. Ja. Oder der Mangaka von One Piece Man und One Punch Man und allgemein super, super, super viele Light Novel Autoren heutzutage haben im Internet angefangen. Das ist richtig groß in Japan geworden, als Isekai halt groß wurde. Ja, aber das hier ist leider Gottes auf Fanfiction-Niveau, auf dem niedrigen Fanfiction-Niveau. Und das Problem ist auch an der Romanze, stört mich, die haben überhaupt keine Chemie zueinander. Die sehen sich und finden sich ganz toll und dann glucksen sie umeinander rum für 10 Episoden, bevor es dann auf einmal so, ach, ich mag dich, ach, tatsächlich, ich mag dich auch, ah, Wahnsinn. Und die nächste Szene ist, sie werden Verlobte und heiraten bald. Das war's. So ja. Schnell kann's gehen. Ja, ich meine, klar, er ist ja umgeben von lauter Adligen und es kann ja nicht gehen, dass du unsere adlige Tochter mit der ausgehst, ohne dass du sie heiraten willst. Also wird das sofort gemacht. Ja. Wenigstens ist es kein Harem. Nee, wenigstens ist es kein Harem, das muss man sagen. Das ist rausgefallen diesmal. Das ist rausgefallen. Das habe ich bei der anderen Serie, die ich aus dieser Saison geschaut habe. Oh Gott. Die hat ein wenig Harem-Charakter. Und zwar habe ich gesehen, We Never Learn. Ach ja. Oder Bokuben. Abgekürzt. Das Einzige, was ich davon immer wieder sehe, ist halt das dunkelhäutige Mädel, deren Design ich eigentlich auch echt mag. Die ist toll. Dieser Anime ist inhaltlich besser geschrieben. Halt ein typisches Oberschul-Liebeskomödien-Angelegenheit-Gedöns. Ne? Hm. Der Aufreißer ist ganz lustig. Und zwar, du hast einen Hauptcharakter, der nicht besonders gut in der Schule ist und der sich all das, was er kann, selber durch Büffeln erkauft hat. Also der müht sich ab, aber der hat dann auch Ahnung von Büffeln. Und der will unbedingt in dieses, ich glaube, das ist so eine Art von Stipendienprogramm, wo er extra gefördert wird mit guten Noten von der Schule, damit er dann später einfach hat, in eine gute Universität zu kommen, etc. Und die bieten ihm an, ja, du kannst aufgenommen werden in dieses Programm, wenn du bei 2 Mädels aus unserer Schule Nachhilfeunterricht gehst. Ne? Und dann fallen die natürlich erstmal die Kinnlade runter, als sie eben die vorstellen, weil das sind die 2 bekanntesten Genies der Schule. Das eine ist ein absolutes Genie in Literatur, eine absolute Göttin, die nächste große japanische Künstlerin. Und die andere ist ein so großes Mathe-Genie, dass sie so ein kleiner Einstein ist. Und dann fragt er sich, wo brauchen die Nachhilfe? Was wollen die überhaupt? Ja, die Mädels sind total versteift auf ihre Universitätsziele. Und die wollen genau das Gegenteil. Die Mathematikbegabte will in die Literatur und die Literaturbegabte will in die Mathematik. Und die können von beiden nicht besonders viel. Nicht gut. Ja, okay. Und dann versucht er die halt mit Brechen und Ächzen irgendwie hinzubekommen. Und es ist schon eine ganze Menge an Nachhilfelehrer haben sich an denen die Zähne ausgebissen, weil sie es nicht geschafft haben. Und ja, klar. Die freunden sich an und so ganz langsam aber sicher fängt an Chemie da zu passieren und etc. Fimiau. Und da kommt noch seine Kindheitsfreundin, das ist das sportliche Mädel, die du immer im Internet siehst. Die kommt auch noch dazu. Die dunkelhäutige? Ja, weil die ist eine absolute Sportskanone und die kann locker mit einem Sportstipendium auf eine richtig gute Uni, aber die muss halt ihre Schularbeit dann ein bisschen nachholen, da ist sie schlecht drin. Und deswegen kommt die auch zu seiner Gruppe hinzu. Und die ist eigentlich die einzige
echte romantische Komponente in dem Ding, weil die ist seit Ewigkeiten in ihn verknallt, so traut sich's nur nicht zu sagen. Okay. Und die anderen, da ist nur so ein bisschen was im Anbandeln. Aber er hat seinen kleinen Büffelharem. Ne? Das hat sich jetzt komisch angehört. Aber die Serie, die ist größtenteils sehr unterhaltsam. Das okay. Ist also das ist leichte Unterhaltung. Da braucht man nicht wirklich viel zu sagen, aber das lohnt sich auch anzugucken. Da macht man nicht wirklich viel falsch. Ich meine, ich freue mich, in so einer Mainstream-Serie mal eine Figur mit ein bisschen Ton zu sehen. Das sieht man auch nicht unbedingt häufig. Nee, unsere Sporty-Mädels sind nicht so weit verbreitet. Da können ruhig gerne mehr herkommen. Ja. Und die, ich mag ihr Design halt echt gern. Ich finde, die sieht irgendwie cool aus. Ja. Ich meine, die anderen Mädels sind eher so ein bisschen exzentriker. Und sie ist einfach nur die Sympathiebombe. Sie ist halt der Charmante. Sie ist halt der Charakter, für die du wirklich von Anfang an anfängst, hinten dran zu sein und so. Ja, Mädel, hol ihn dir! Gut, das freut mich, dass sie wenigstens auch sympathisch ist. Ja. Ich weiß nicht, ob ich die Serie dann wirklich komplett durchziehe, weil es ist wirklich so zwischendurch ein Snack, aber zumindest bereue ich es nicht, die angefangen zu haben. Es wirkt halt nicht wie irgendwas Besonderes, aber eine von vielen Anime, die man quasi heutzutage einfach mal kurz reinschauen kann. Genau. Gibt's ja genug. Ja. Ersoffen werden wir in dem Zeug. Ja. Ich muss wirklich sagen, als ich zum ersten Mal davon ein Key Visual gesehen habe, dachte ich mir, habe ich das nicht schon gesehen? Weil es halt einfach so klischeehaft aussieht. Ja, ich meine auch, dass ich das Charakterdesign irgendwo gesehen habe. Das hört sich, sieht so ähnlich aus wie die von dem Fuzzi, der Aho Girl gemacht hat. Ich würde sagen, Mädel, es geht in die Richtung, aber ja. Das Mädel, das so total dämlich war und ihre Bananen an der Zeit fressen wollte. Ja. Das war sehr unterhaltsam, das Ding. Ja, das war es definitiv. Aber das hier, der hat da nichts mit zu tun. Ja, der hat da nichts mit zu tun, ja. Na gut, okay. Das wäre es auch von meiner Seite dann. Ah, alles klar. Yes. Ja, gut, dann bleiben uns ja nur noch die Neuigkeiten. Oder haben wir ein bisschen was aufzuholen? Wir waren ja schon länger nicht mehr da. Ja, ich weiß nicht, ob wir wirklich alles abflattern, aber ach ja, es ist das bei mir in einem schönen, unordentlichen Haufen hier. Dann haust du raus. Ja, müsste aber gehen. Was haben wir denn Schönes? Wir haben ja bald die nächste Saison vor unserer Tür, ne? Im Juli geht's wieder Sommer los. Und da gibt es ein paar Juli-Anime, auf die man sich freuen kann. Wie zum Beispiel Staffel 2 von Danmachi, ne? Oder, was haben wir denn noch Schönes? Das hier, das wollte ich einfach nur erwähnen wegen dem Titel. Ich hasse ja normalerweise lange Titel in Anime. Kann die nicht leiden. Ist das mit der Mutter, oder? Ja. Okay. Der Titel ist so geil. Do you love your mom and her two-head multi-target attacks? Den Titel musst du dir mal geben. Und die Story davon ist auch herrlich. Im Sinne von wegen, es ist das Übliche, dass ein Junge in eine Computer-Fantasy-Welt verschlagen wird, aber seine Mutter ist auch darin verschlagen und sie ist der absolute Über-Super-Killer-Zocker. Oh Mann. Mutti-Power ist über 9000. Das fand ich sehr unterhaltsam, eigentlich die Idee. Auch wenn das wahrscheinlich wieder nur oberflächlicher Schrott wird, aber das ist einfach nur für die Idee, kriegst extra Punkte. Danke sehr. Ja, die Idee ist ganz nett. Und natürlich gibt es natürlich auch eine ganze Menge Isekai-Anime, weil da werden wir nicht los. Ich frage mich, wann das natürlich mal anfängt, nicht langsamer zu werden. Nie. Die meisten Sachen sehen standardmäßig aus. Dieses Isekai-Cheat-Magician. Wie üblich wird mal wieder in Leute aus unserer Welt rübergeschickt und auf einmal sind sie Supermagier. Ne? Diesmal ist es ein Pärchen. Das ist ein bisschen anders, aber sonst hat sich auch nichts geändert. Und das andere war, wo eine ganze Schulklasse rübergeschickt werde. Vom Commonplace to World's Strongest. Das Ding ist interessant in der Hinsicht. Darüber hat Jojo doch mal geredet. Ja, es ist interessant in der Hinsicht, weil es war eigentlich schon angekündigt für April 2018 und dafür geplant. Das hat sich bis jetzt verzögert, die Serie. Kommt jetzt April 2018? Ja, dafür war die mal geplant. Das ist eine Verzögerung, ne? Ja. Das ist ein Stück. Wow. Tatsache. Interessant. Ja, ansonsten haben wir ja sowieso einiges an Neuigkeiten, was Animes angeht. Zweite Staffeln und sonstigen Kram.
Dropkick on My Devil bekommt eine zweite Staffel. Warum? Warum? Das ist, okay, das ist nicht schlecht, aber es ist einfach nur Unsinn. Und das ist 2020, aber was soll's. Es soll ein neues Anime-Projekt zu Sound Euphonium kommen. In welcher Form ist ja noch nicht klar, aber das dritte Oberschuljahr ist also ein Ding. Wir werden weiter mit den Charakteren darüber sprechen. Ja, genau. Es geht weiter aus der Sicht von der Protagonistin Kumiko. Ich find's. Ich bin wirklich am Überlegen, ob es nicht ein Zufall ist oder einfach tatsächlich bewusst, dass sie das am 1. Juni mit dem Beginn des Pride Months angekündigt haben. Das ist vielleicht so unterschwellig. So, wir sagen es zwar niemandem, aber ihr wisst ganz genau Bescheid. Ne? Ich meine, die zweite Staffel endete immerhin damit, dass Kumiko zu ihrem weiblichen Schwarm auch sagte, dass sie sie liebt. Ja, ja. Von daher könnte die dritte Staffel ein bisschen Liebesdrama haben. Mhm. Könntest mal vertragen, bitte sehr. Danke sehr. Was haben wir noch Schönes? Blub, 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 blub. Das war irgendwie ein bisschen komisch. Aber anscheinend arbeitet Toei Animation mit Saudi-Arabien zusammen für einen Animationsfilm, der sich The Journey nennt. Und sie haben den angekündigt für 2020. Okay. Ich wusste gar nicht, dass Saudi-Arabien in Manga- und Anime-Geschäft drin ist. Ich habe letztens ein Skript bezüglich internationalen Anime-Produktionen geschrieben. Mhm. Und die hatten auf jeden Fall schon mal einem Anime, da gab es schon mal irgendwie eine Anime-Kooperation. Das war irgendwie ein Reboot von einer 80er oder 70er Serie vielleicht sogar, die in den 2000ern irgendwann rauskam. Aber mir fällt das jetzt nicht ein. Ich glaube, das hatte irgendwas mit Ninja im Titel. Ninjas? Also ich könnte es vielleicht finden, wenn ich danach grübel, aber auf jeden Fall gab es schon vorherige Fälle, wo das passiert ist. Ich hab's. Was ist? Ninja Hattori-kun. Hattori-kun? Ja. Also Hattori Hanzo ist ja bekannte geschichtliche Figur, die immer wieder in Medien aufgegriffen wird als so dieses Ninja-Überding. Aber ich glaube, das war eine Kinderserie, oder? Ja, das war eine Kinderserie. Da haben die hat auch schon Saudi-Arabien oder was, Indien? Eins von beiden. Entweder war Saudi-Arabien oder Indien mit dran gearbeitet. Oh, okay. Ja, coole Sache. Gerne global. Gerne global. Was haben wir noch? Goblin Slayer, sein Kinofilm, habe ich jetzt die Videovorschau dazu gesehen, der in 2020 kommt. Anscheinend haben die sich da was komplett Eigenständiges aus den Fingern gezogen und es sieht ganz cool aus. Also ich bin sowieso einfach nur froh, dass die Sorte von Sword and Sorcery, Dungeons & Dragons mäßiger Fantasy am Leben ist. Auch wenn es nur Goblin Slayer ist. Dungeon Slayer. Pff. Ja. Was willst du machen? Was willst du machen? Oh, so viel Neues. Eine neue Mamoru Oshii-Anime-Serie für 2020 angekündigt. Unter einem ganz neuen Studio namens Ichigo Animation. Er macht jetzt doch noch Animes. Ich hab gedacht, er hätte völlig aufgehoben. Ich dachte, er wird sich nur seinem Realfilm-Zeugs hingeben. Aber nein! Der Mamoru Oshii, der Regisseur von Ghost in the Shell, er kommt zurück. Aber nicht als Regisseur, nur als Drehbuchautor. Ja. Naja. Ja, ist auch mal wenigstens was. Wenigstens was. Yep. Ja. Was haben wir noch Schönes gehabt? Oh, die Ankündigung, dass jetzt der Akira-Realfilm schon einen festen Termin hat. Und zwar Mai 21. 21. Mai 2021. Hahaha. Schnapszahl, trinkt einen. Dabei ist der Film hat noch nicht mal angefangen mit seinen Dreharbeiten. Die ziehen das jetzt anscheinend voll durch. Wie lange Akira schon in der absoluten Produktionshölle schwebt. Mhm. Juli, im Juli wollen sie in Kalifornien anfangen zu drehen. Regisseur wurde jetzt auch bekannt gegeben, ist Taika Waititi. Das finde ich cool. Der Thor Ragnarok gemacht hat. Oder What We Do in the Shadows hieß das, glaube ich. Kann sein, dass das war. Ich bin mir jetzt hundertprozentig nicht sicher. What We Do in the Shadows. Was bei uns in Deutschland Fünfzimmerküche Sarg heißt. Fünfzimmerküche Sarg? Das ist ein ganz guter Titel, ehrlich gesagt. Es ist ein weirder Titel auf jeden Fall.
Gut, dann habe ich noch eine Sache, für was Fortsetzungen angeht. Und zwar Legend of the Galactic Heroes, die Neufassung, diese neue These. Ja. Die wird jetzt auch, geht es auch mehr. Und zwar bauen sie das ähnlich auf wie die Yamato-Angelegenheit. Das heißt, es kommt ins Kino. Und zwar so, dass ein Film immer aus den drei Episoden besteht. Das ist nicht unbedingt zusammengeschnitten als Filmfassung, sondern das sind dann die drei Episoden in einen Film reingesteckt. Oder, was ich oder so, vier Episoden. Was ich so weird finde, ist, weil wir hatten hier darüber schon mal gesprochen. Das war schon länger bekannt. Auch, dass sie das in dem Filmformat machen. Ich weiß, dass das letztens noch mal durch die Nachrichten gegangen ist, bezüglich, echt? Das kommt im Kino, das ist eine zweite Staffel, die kommen immer vier Episoden im Kino, aber das ist eigentlich schon viel, viel länger bekannt. Das hatten wir hier auch definitiv schon mal drin. Echt? Hatten wir das genauso drin? Ich wusste nur, dass Filme kamen und ich habe gedacht, oh, die machen eine ganze Kinofilmreihe, aber nee, die machen im Endeffekt eine Fernsehserie, haben die fertig produziert und dann zeigen sie die erst im Kino im Abstand von Monaten, bevor sie dann später veröffentlicht wird. Okay, ja, von mir aus, gerne. Ich meine, bei. Oh, die machen das im monatlichen Abstand sogar, die Kinofilme sehe ich ja gerade. Genau, im monatlichen Abstand. Wow. Also ist dann auch keine ewige lange Warterei. Hm. Und wahrscheinlich machen sie es genauso wie bei dem Yamato-Angelegenheit, dass es direkt einen Monat später zur nächsten Kinoveröffentlichung schon die Blu-rays gibt. Das kann das sein. Das scheint das neue Schema zu sein im Moment da drüben. Ratzfatz zum Markt damit. Die Leute brauchen nicht warten. Was in Ordnung ist. Da müssen wir auch nicht so lange warten. Ja, umso schneller, umso besser. Gut, apropos Vorschau auf Neues. Wollen wir ein bisschen über die Final Fantasy VII Video da reden, wenn ihr es gesehen habt? Boah, jetzt muss ich das immer erstmal aufmachen. Das ist auch schon wieder länger her. Alter, da bin ich ein bisschen raus, muss ich leider sagen. Auf jeden Fall, die haben für die Neufassung da ein Video rausgebracht, das neue Zwischensequenzen und auch Spielszenen zeigt. Und es scheint ein bisschen eher aufgemacht zu sein wie dieses Final Fantasy 15 mit einem eher aktiveren Kampfsystem. Sieht aus wie eine Mischung aus 13 und 15 von dem, wie es sich spielt. Es ist nicht viel zu sehen, aber ungefähr so. Also nicht rundenbasierend wie das alte. Auf jeden Fall scheint es nicht so zu sein. Doch wie sie die Designs aufgebracht haben ins Neue, ist beeindruckend. Die haben natürlich dann gleich Aerith gezeigt, ne? In der ersten Szene. Und Blumenmädchen. Sieht umwerfend aus, muss ich sagen. Ja, das Spiel sieht echt hübsch aus. Also, das kann man denen echt nicht nehmen, die ganzen, also auch Final Fantasy 15, ja, ist schon auch wahnsinnig gut aus. Von daher, was das Technische angeht. Ist auf jeden Fall sehr stark in dem Stil gehalten, wie die Final Fantasy Kinofilme, die animierten. Ja, Adventure ist auch. Und alles. Ja. Das Kampfsystem sieht auch wieder sehr nach 15 aus. Also, ich bin jetzt kein Fan von Final Fantasy VII halt, weil ich die Story und Charaktere unfassbar edgy finde. Von daher, mal sehen, wenn jetzt hier wenigstens das Gameplay halt interessanter ist, das Ganze ein bisschen modernisiert ist, auch mit den Charakteren, die Charaktere ein bisschen mehr modernisiert, dass zum Beispiel hier der Dunkelhäutige, dass der halt ein bisschen so amerikanischer drauf ist und so, was Spirit. Man im Trailer ja schon so ein bisschen sieht. Oh Gott, weißt du, wie lange das her ist, dass ich Final Fantasy VII gespielt habe? Ich kann mich erinnern, dass Barrett schon so ein grober, grobschlächtiger Kerl war. Weil der war auf jeden Fall als grobschlächtigerer Kerl geschrieben, ja, aber halt ich nicht so amerikanisch, würde ich sagen. Okay. Und hier im Trailer kriegt er ja direkt irgendwie so eine richtig geile Line irgendwie. Ich habe die jetzt nicht mehr im Kopf, aber das klingt schon ganz geil. Ich mag das irgendwie. So dunkelhäutige, richtig coole Figuren, die dann auch so einen geilen Slang haben. Du, ich muss mich erstmal dran gewöhnen. Die Alten haben kein einziges Wort gesprochen. Da war kein hier. ja, wir hatten noch keine Synchro. Nee. Jo, also lassen wir es mal mit den ganzen Neuankündigungen bzw. Fortsetzungen. Ich habe jetzt so ein paar kuriose Sachen und dann noch was aus dem Anime-Gewerbe. Oh, okay. Also, lustige, kuriose Sachen. Frankreich hat Akira Toriyama, den Dragon Ball-Autor, zum Ritter geschlagen. Na gut. Yep. Was man mal so macht. Hat ihn gewürdigt. Ich meine, Frankreich hat eine Comic-Kultur und sie nehmen das auch ein bisschen ernster als bei uns. Ja. Ne? Das ist schon, hat einen besseren mehr Ansehen. Ich finde es absolut entzückend, dass sie ihn jetzt zum Ritter geschlagen haben. Okay. Ja,
Aber ich meine, es passiert ja ab und zu mal, ne? Dass irgendwelche wichtigen Figuren oder Schauspieler zum Ritter geschlagen werden, auch von der englischen Krone. Ne? Ja, ja, ja. Schön, dass es bei den Manga-Autoren auch mal passiert ist. Auch gut. Wunderbar. Habe ich noch irgendwas Lustiges? Ach nee, weißt du was? Wir gehen gleich in die Gewerbenachrichten. Da gibt es ein paar interessante. Und zwar, Funimation hat Manga Entertainment England. Ach so, ja. Das war hat letztens. Das gekauft. Das ist in einer Hinsicht ein bisschen traurig für die alten Fans, weil eine Träne für Manga Entertainment, das viele Leute zu Anime und Manga gebracht hat. Aber das bedeutet natürlich auch, dass unter dem Manga Entertainment, unter der Marke, dann jetzt eine ganze Menge von Animation-Kram in England vertrieben wird, was viele, viele mehr DVDs, die wir uns aus England importieren können, bedeutet. Ja. Günstige Anime-DVDs und Blu-rays für Deutschland, es kommt mehr. Gut, gute Nachricht. Ja, ja. Also das freut mich wirklich, dass da kommt, könnte auch noch ein bisschen mehr älterer Kram dann vielleicht noch mit dazukommen. Ja. Das wäre alles ganz geil. Mhm. Den wir hier halt so auch nicht in Deutschland sonst auf DVD kriegen. Es hat mich ein bisschen überrascht irgendwie. Die hatten vorher, hatte Manga UK noch eine richtig coole Aktion gemacht, wo sie Spenden gesammelt haben für Mermaids, also wie auch schon Age Bomber Guy Anfang des Jahres. Für eine Kampagne, die Transgender-Kindern in England helfen will. Und dann irgendwie einen Tag später, als das dann vorbeigegangen ist, kam dann plötzlich Nachricht, sie von Funimation gekauft worden. Weiß nicht, das fand ich dann irgendwie so in dem Moment ein bisschen komisch, weil das auch eine Aktion ist, die ich glaube ich so auch eher nicht von Funimation erwarten würde. Also ich hatte keine Anzeichen davon irgendwo gehört. Haben sie wahrscheinlich alles im Hintertürchen so. Komm her. Komm an. Naja. So, was haben wir noch aus dem Gewerbe? Und zwar, in Japan kamen jetzt ja eine ganze Menge Statistiken und Zahlen heraus zum Jahr 2018. Ja. Und insgesamt ist der Videomarkt von allem her gesehen in Japan gestiegen um 8%. Oh, kam jetzt wieder der Jenica Report? War es das? Ja. Zu unter anderem auch. Bei Anime sieht es nicht unbedingt alles nur mit Wachstum aus, aber es sieht halt so aus, dass halt die physischen Sachen massenweise am Abstinken sind und das Streaming aber so massenweise am Steigen im Moment, dass es endlich die Kurve gekriegt haben, dass da wieder Wachstum oder zumindest kein Absturz zu sehen ist. Was schön ist. Ja. Okay. Das ist natürlich der Wahnsinn, ne? Wenn dann die absolut meistverkauften Blu-ray eines ganzen Jahres nur 5000 Exemplare verkauft haben und das als der absolute Hit gilt, dann sieht man das Ende von physischen Medien, aber das will ich nicht unbedingt. Wenn ich eine Serie richtig gut mag, will ich auch die physische, das Material zum Greifen in den Fingern haben. Das habe ich dann auch hier gerne greifbar, wenn mal irgendwas ist. Ich meine, gerade ich lebe auf dem Land, hier kann das Internet gerne mal ausfallen. Und dann habe ich zumindest immer noch meine DVDs und Blu-rays, auf die ich zugreifen kann. Ja. So, Dille. Wir haben ja öfters schon mal über die relativ schweren Bedingungen im Anime-Gewerbe für die ganzen Arbeiter, für die Zeichner und für alles geredet. Ne? Und anscheinend, dass das überall so in den Sozialmedien in letzter Zeit ein bisschen lauter besprochen wird, scheint ein bisschen so Früchte zu tragen. Denn die Regierung in Japan, das Ministerium für Wirtschaft, Handel und Gewerbe, die fängt jetzt an, da einzugreifen. Die stellt Richtlinien vor, um die Arbeitsbedingungen in der Anime-Branche zu verbessern. Okay. Dazu muss man natürlich sagen, dass in Japan, wenn sowas passiert, dann ist es meistens, dass die Regierung daherkommt und den streng vorschreibt, ihr habt das so und so zu machen, aber nicht unbedingt die zur Brust nimmt und das knallhart da durchzieht. Die überlassen das dann noch ihren, wie heißt es nochmal? Die überlassen es den Firmen dann einzeln meistens noch sehr, wie sie damit umzugehen haben. Also ist nicht unbedingt die Rettung von oben, aber es ist zumindest mal ein Anfang. Es ist zumindest mal ein Anfang. Das ist, hört man gerne. Weil das ist teilweise. Die Leute brauchen Hilfe. Ja, das ist teilweise eine Katastrophe. Ab und zu mal hat man echt Angst, dass da sowas wie eine Art von Crash passieren könnte irgendwann.
Ja, wir hatten es ja, letzte Episode war das, glaube ich, hatten wir auch relativ viel dann drüber gesprochen, weil da ja gerade auch diese ganzen News aktuell waren mit der Charakterdesignerin, glaube ich, von JoJo's Bizarre Adventure, aktueller Staffel. Und wen das da interessiert, sich ein bisschen Industry Talk anzuhören, kann gerne nochmal die letzte Folge sich anhören. Im News-Part reden wir dann halt über den ganzen Kram, der in letzter Zeit halt so öffentlich gemacht wurde von verschiedensten Leuten in der Industrie. Ja, da haben wir ziemlich reingebissen in das Thema. Jo, also bei mir zum Abschluss noch was ein bisschen Lustigeres. Und zwar, in Japan gibt es ja auch so elektronischen Floorbarkt, wie bei uns eBay Kleinanzeigen. Und da ist eine beliebte Smartphone-App namens Rakuma. Und da gab es eine Umfrage, wer sich als Otaku identifiziert. Und krasse war, dass sich 80% der Befragten, auch unglaublich viele von den Mädels, sich als Otaku identifizieren. Was andeutet, dass die Art und Weise, wie der Begriff in Japan benutzt wird, die Bezeichnung, dass es sich ein bisschen geändert hat. Im Sinne von wegen ist es nicht mehr so sozial unfähiger Superfachidiot, sondern eher einfach nur sehr engagierter Fan. Mhm. Im Sinne von wegen, es wird auch für Leute, die sich als Idol- oder Musikerfans sehen, ist die Bezeichnung Otaku mittlerweile eher geläufig und eher akzeptiert. Mhm. Wirklich, dass 73% der Befragten haben sich zum Beispiel als so eine Art Idol- und Musiker-Otaku identifiziert. Unter anderem zu anderen Sachen, wo sie sich als Otaku identifiziert haben. Also, das scheint normaler zu werden. Was natürlich gut ist, weil das Stigma ein bisschen abgeschwächt wird. Ich meine, weiß gar nicht. Ich krieg's nicht so wirklich mit, aber es gibt natürlich bei uns in der Gesellschaft auch ein Stigma, aber es ist nicht so heftig mehr, oder? Wenn du heute Computerspiele zockst und Comics liest, wirst du nicht mehr so stigmatisiert wie in den 90ern. Also da habe ich irgendwie andere Gefühle gehabt zu der Zeit. Ich meine, heute werden die Leute für andere Sachen stigmatisiert, ne? Also die Leute finden Das ist richtig. Ja. Die Leute finden immer irgendwas. Aber ich meine, dadurch, dass jetzt einfach Star Wars oder auch Marvel einfach so krass im Mainstream ist, ist es halt einfach auch nicht mehr so eine Beleidigung, wenn man so sagt, ach, ich bin ja so ein Nerd. Also das fällt einem auch leichter zu sagen. Ja. Also ich finde zwar manchmal, wenn ich sage, dass ich Cosplayerin bin, ist das schon immer noch sehr gewöhnungsbedürftig. Mhm. Aber das ist zumindest nicht böswillig, sondern eher so ein wirkliches Interesse daran, warum man zur Hölle sich das antut. deswegen ist es, also da fand ich es in Japan schon immer schwieriger, dass da wirklich Otaku so eine negative Behaftung hat. Mhm. Und wenn sich das jetzt mal so ein bisschen lockert, schadet das als eigentlich auch nicht. Also auch vor allem schadet es den Menschen nicht, die sich als Otaku identifizieren und es sonst halt verborgen hätten. Ne? Also deswegen ist das eigentlich eine gute Sache. Ne? In der Hinsicht hat Sprache halt wirklich Macht. Ja. Und wenn dann die Art und Weise, wie die Leute mit dem Begriff denken, sich ändert, dann hat das schon Einfluss. Ne? Ja. Ja, gut. No, das wär's, was Nachrichten angeht von mir erstmal. Ich hätte zwar noch mehr, aber lass mal. Lass mal. Ich hab noch ein bisschen was. Scrapped Princess kommt in Deutschland in Neuauflage auf Blu-ray. Princess? Ja, das magst du doch gerade, oder? Scrapped Princess, so eine Fantasy-Serie. Ach, Scrapped Princess, ja. Oh mein Gott. Blu-ray? Hä? Blu-ray? Blu-ray, ja. Blu-ray? Ja. Oh. Wenn das nur ein verdammter Upscale ist, ich gehe euch sowas von aufs Dach. Wenn das nur... Ja, nee, bisher noch nichts bekannt, was das angeht. Ah, werden wir mal sehen. Wenn das nur DVD auf Blu-ray draufgeklatscht ist, dann lohnt sich natürlich nicht, aber die hätte ich gerne als Blu-ray, die Serie. Ja, bitte, danke. Bitte. KSM Anime hat Hayao Miyazaki Never Ending Man sich gesichert. Eine Doku über Hayao Miyazaki. Guter Titel. Kase hat sich die Kurzfilme von Hiroyasu Ishida gesichert. Das ist derjenige, der jetzt Penguin Highway Regie geführt hat. Ah, okay. Und vorher sehr tolle Kurzfilme gemacht hat mit seinem kleinen Studio Colorado. Mhm. Die haben wie heißt das eine nochmal? Das ist relativ bekannt. Sonny Boy und Deardrop Girl, wo sie da auf so einem Schwan fliegen.
Ah ja. Oh, den einen davon kenne ich sogar. Fumikus Liebesgeständnis. Ja, der ist hammergeil. Das musst du mal gucken auf YouTube, dir das anschauen. Was für, wie heißt es? Fumikos Liebesgeständnis, also Fumiko no Kokohaku. Das ist zum Schreien. Ja, ja. Das ist einfach nur ein physisches Gag-Kurzgeschichte. Aber ist klasse. Und was viele sicherlich kennen werden, ist noch das 10th Anniversary Animation Commercial. Das da kam, also das Mädel auf dem Stuhl. Mhm. Das werden viele sicherlich mal gesehen haben, wenn sie irgendwie eine Notamina-Serie gesehen haben, die halt da in dem Block lief. Dann lief das halt immer so eine kurze Animation mit dem Mädel auf dem Stuhl davor. Mhm. Und ja, ich finde das ganz cool, dass man da dem seine Kurzfilme rüberkommen. Auch Rain Town, auch relativ bekannt. Lobe ich mir. Es gibt einige interessante Anime-Kurzfilme, die man ja vielleicht allerhöchstens mal irgendwie auf eine illegale Art und Weise zu sehen bekommt oder wenn sie dann doch mal auf YouTube zur Verfügung gestellt werden. Und da finde ich das hier sehr schön. Das freut mich. Was haben wir noch? KSM hat sich auch noch lizenziert das Reboot zu Kinos Journey. Mhm. Ich hoffe mal, dass sie sich den alten Cast der damaligen, der 2003er-Serie holen werden für die deutsche Synchro, weil die ist ganz cool. Ist ganz iconic. Ja, okay. Ja. Hab ich nicht auf Deutsch gesehen. Dann eine Lizenz, die mich wirklich sehr überrascht hat, über die ich mich aber auch sehr freue, ist Animoon hat sich Sakurasso geholt. Pet Girl of Sakurasso. Okay. Das, wo es um die Menschen mit besonderem Talent geht, die alle in einem Wohnheim leben. Yep. Eine sehr tolle Drama-Romanze, die sie dann 2020 auf DVD und Blu-ray rausbringen. Das eine etwas überraschende Nachricht, fand ich persönlich. Food Wars wird jetzt geäxt. Das endet in den nächsten 3-2 Kapiteln. Oh, meinst du den Manga? Ja, der Manga. Wird einfach eiskalt, Ende. Schluss ist vorbei. Hat er keinen Bock mehr oder kommt es einfach nicht genug an? Wer weiß. Es kommt anscheinend nicht mehr gut genug an. Also da von Fans habe ich gehört, das merkt man jetzt irgendwie gar nicht, dass es gerade auf Finalkurs ist. Und jetzt gibt man an, nur noch 3 Kapitel und dann ist vorbei. Und ich habe das Gefühl, das wurde einfach geäxt. Oh, ja, kann passieren. Finde ich interessant. Anime mit 4 Staffeln, richtig groß und populär und dann einfach die Axt rausgeholt, einfach weg. Ja, so schnell kann's gehen. Das ist unsere schnelllebige Welt. Ja, aber echt. Da hast du mal ein ganz kleines bisschen einen Abfall in deiner Popularität und schon bist du weg. Ja. Eine News, die ich ziemlich cool finde, ist, dass Blade of the Immortal einen neuen Anime bekommt. Stimmt, das habe ich gar nicht erwähnt. Ja, hast du nicht. Oh, ah. Ja, nachdem es bereits 2008 schon mal ein Anime vom Studio B-Train bekommen hat, bekommt. Das war leider so schlecht. Selbst für B-Train-Verhältnisse war das nicht gut. Bekommst jetzt einen neuen Anime. Ich frage mich, was der Anlass ist. Eventuell der 100. Film von Dings, von. Ach, wie heißt nochmal dieser eine japanische Regisseur, der einen Film nach dem anderen raushaut? Dem sein 100. Film war doch Blade of the Immortal. Miike Takashi. Ja, genau. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht der Grund ist. Ja, das kann natürlich sein. Nicht Takashi Miike. Ja, der Miike. Das kann der Grund sein, weil die machen auch neue irgendwie Mangaka-Geschichten dazu von anderen Zeichnern. Die reißen das Ding nochmal auf, so wie es aussieht. Und die wollen auch tatsächlich die komplette Geschichte des Mangas in Anime umformen. Und ich frage mich, wie die das genau machen wollen, weil der Manga ist sowas von für Erwachsene. Das kannst du nicht im japanischen Fernsehen zeigen, was da abgeht. Vielleicht ist der Netflix-Deal schon am Start. Ja, dann könnte es funktionieren. Dann könnte es machen. Aber ich will jetzt nicht unbedingt so viel spoilern, aber da gibt es einen, der sich seinen abgehackten Arm die Knochen zu Klingen schärft, um damit Leute abzustochen. Das ist, also es ist nicht fürs Fernsehen. Das ja, Uff. Ich
Vielleicht wird es so eine Katastrophe wie bei Terraformers, dass es halt im TV geschnitten ist wie sonst was. Nur noch schwarze Szenen und Stellen. Eine dritte Staffel habe ich noch, Nonon Biori bekommt eine. Oh Gott, ja, war das, glaube ich ja nicht. Ja, dieser gemütliche Slice of Life irgendwas Anime. Ich weiß nicht wirklich, worum es darin geht. Ich habe es noch nie gesehen, aber es ist populär genug, ja, dass es jetzt auch eine dritte Staffel bekommt, nachdem, ich glaube, dieses Jahr ein Film zu rausgekommen ist. Und eine Sache haben wir dann noch. Und zwar ein neuer Original-Anime von Daisato. Daisato ist ein recht bekannter Screenwriter in der Anime-Szene. Der hat eine meiner absoluten Lieblingsepisoden geschrieben, und zwar die 13. Episode von Space Dandy. Aber sonst hat er zum Beispiel die ganzen Kaido Joker-Serien geschrieben. Mhm. Der hat viel zu Eureka 7 geschrieben. Ein paar Episoden von Cowboy Bebop. Und ich glaube, generell hat er oft zusammengearbeitet mit, ja genau, der hat auch ein paar Episoden zu Samurai Champloo geschrieben. Also der hat oft mit Watanabe zusammengearbeitet. Okay, auch. Das ist natürlich ein Lebenslauf. Dem kannst du einen Kopf schmeißen. Meine Fresse. Ja. Und der bekommt jetzt seinen eigenen Anime, den er jetzt komplett selbst schreibt. Ja, cool. Und der heißt Zeit. Listeners. Aber noch viel wird dazu jetzt noch nicht bekannt gegeben. Also das ganze Ding heißt Listeners und er schreibt das Ding halt. Und ansonsten hat man ich sehe hier noch einen Charakterdesigner bereits raus. Aber ich kenne den Namen nicht. Pomo Dorasa. Sagt mir jetzt auch nichts. Nee, finde ich dazu leider nichts. Von daher, mal schauen. Ich finde, der Typ kann echt gut schreiben. Wie gesagt, der hat eine meiner Lieblingsepisoden geschrieben. Der hat auch eine meiner Lieblingsepisoden in Lupin geschrieben. Mm. Also in Fujikomine. Oh, okay. Und von daher kann das was werden. Und das war das Letzte, was ich hatte. Mehr habe ich auch nicht. Ah, leichte Vorfreude. Sie ist da. Ja. Gut, ich schätze mal, dann sind wir fertig für heute. Ja, so ziemlich. Wir haben ja nichts mehr. Wir sind durch. Wir haben es geschafft. nicht so lange wie sonst. Ich bin froh, dass es noch nicht so warm ist. Es ist relativ warm gerade in meinem Zimmer, weil mein Zimmer ganz gut Wärme speichert, leider. Das im Sommer sehr anstrengend ist. Und ich bin froh, dass es sich nach dieser heißen Woche etwas abgekühlt hat, weil sonst hätte ich das jetzt wahrscheinlich, selbst wenn es kürzer ist als sonst, dieser Podcast hier gerade, hätte ich es wahrscheinlich nicht überlebt. Ja, yeah, ja. Yeah. Bald kommen wieder die Zeiten, wo wir dann aufnehmen dürfen, wenn alles draußen brennt. Ich freue mich schon drauf. Genau, Podcast. Aber noch ist es noch nicht so weit, also wahrscheinlich beim nächsten Mal dann. Und da hören wir dann uns auch hoffentlich wieder so schnell, wie es geht. Es tut mir leid, dass das letzte Zeit nicht viel kam. Ich habe viel zu viel an diesen ganzen Videos gearbeitet, die ihr gerade im Wochentakt auf unserem Kanal bekommt. Ich hoffe, ihr seid dankbar. Tschüss. Yo, ciao. Ciao.